Ja, ganz herzlich auch willkommen von meiner Seite. Ja, keine Angst, die Ansteckung ist jetzt nicht so groß, die reicht nicht zu Ihnen. Ich glaube, ich verseuche nur das Podium hier oben. Ja, Tacheles zu Weimarer Verhältnissen, also die Frage nach der Vergleichbarkeit von Gründen des Untergangs der Weimarer Republik und unseren heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich möchte als erstes nochmal kurz die Gäste vorstellen, nämlich von rechts nach links beginnt mit Hanka Kliese, stellvertretende Vorsitzende der SPD Sachsen, Professor Dr. Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin, ebenfalls von der Humboldt-Universität zu Berlin Professor Dr. Naika Furutan als Sozialwissenschaftlerin und Alexander Dirks, Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Sachsen. Auch dieses Mal gab es wieder die Möglichkeit, uns Fragen zuzusenden. Diese sind auch in die Moderation mit eingeflossen, also vielen Dank dafür. Und wir werden auch heute wieder tatkräftig unterstützt von Gebärdendolmetschern, um auch dieser Debatte ein möglichst großes Publikum zugänglich zu machen. Weimar. Wenn wir an Weimar denken, denkt man natürlich als erstes an 1933, an den Untergang von Weimar, aber vielleicht auch mal als Einleitung mit etwas Positivem zu beginnen, eine Frage an Professor Münkler als erstes. Was für ein Fortschritt war denn eigentlich Weimar zum vorherigen Staatsmodell? Also zunächst einmal, die Ordnung des Kaiserreichs war in vieler Hinsicht hierarchisch. Erstens durften nur Männer wählen. Die Wahlen zum Reichstag waren gleich und frei, womit Deutschland zumindest in dieser Frage eigentlich demokratischer war als seine Nachbarn. Aber sie waren in Preußen nicht gleich und frei, da gab es das Dreiklassenwahlrecht. Zweitens, es verändern sich die Verhältnisse. Man könnte sagen, der aristokratische Gestus oder die deutsche Militäraristokratie hatte diesen Krieg verloren und sie war insofern aus ihm gedemütigt hervorgegangen. Das spielt für den Verlauf der Weimarer Republik eine große Rolle. Und vielleicht als drittes noch, es gab die bolschewistische Revolution und das hat Folgen für die Linke. Nämlich die Linke ist gespalten in die Sozialdemokratie, die im Prinzip das bolschewistische Staatsstreichkonzept ablehnt und die KPD, die bis 1923, danach ändert sie sich in ihrer Linie, immer wieder versucht hat mit Aufständen, das, was sie vielleicht Doppelherrschaft in Deutschland genannt hätte, zu vereindeutigen im Sinne eines Siegs der Linken. Das sind die fundamentalen Veränderungen gegenüber der Situation vorher. Das heißt, die Verhältnisse sind fluider, die Erwartungshaltungen sind offener, man weiß nicht mehr so genau und lange Zeit fehlt der Kaiser, der dann unglücklicherweise durch den kaiserlichen Generalfeldmarschall Hindenburg als Reichspräsident gewissermaßen ersetzt wird. In dieser Zeit hatten doch dann radikale Kräfte immer größeren Zuspruch. Wie erklären Sie sich das zu der damaligen Zeit? Am Anfang kann man das so nicht sagen. Nicht? Am Anfang gibt es zwar von den Rechten relativ viele Morde und von der linken Seite Aufstandsversuche, aber dann so ab 23 nach der Inflation beruhigt sich die Lage auch. Man spricht ja von den Roaring Twenties, also den wilden und lebenslustigen Phasen der Weimarer Republik. Da ist die Weimarer Koalition, gebildet aus weiteren Sinn der Parteien der Mitte, vom Zentrum bis zur Sozialdemokratie, relativ deutlich in der Mehrheit im Reichstag. Und dann kommt die Finanz- und Wirtschaftskrise, die hohe Arbeitslosigkeit, Statusängste. Und die verbinden sich mit dem, was ich angesprochen habe, nämlich sagen dem Problem des verlorenen Krieges, also Dolchstoß. Sagen, es seien die Frauen gewesen, die Sozialisten und die Juden, die dazu geführt haben, dass das angeblich im Felde unbesiegte Heer dann doch verloren habe. Und sozusagen die linke Erwartung, vielleicht ist jetzt doch wieder eine, wie das bei Lenin heißt, objektive revolutionäre Situation gegeben. Und die Mitte, die gewissermaßen zwischen diesen beiden Positionen zerrieben wird, wird bei den schnell aufeinanderfolgenden Reichstagswahlen immer kleiner und hat am Schluss auch keine Mehrheit mehr und zerlegt sich selber, nicht im Zerbrechen des Kabinetts Müller,
letzten sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, weswegen es auch Leute gibt, Arthur Rosenberg in seiner Geschichte der Weimarer Republik etwa, die sagen, die Weimarer Republik endet eigentlich schon 1930 und die Hindenburgschen Kabinette unter den Bedingungen von Notverordnungen sind eigentlich nicht mehr Weimarer Republik, sondern sind so eine Zwischenphase. Wenn wir von einer Radikalisierung auch der Kräfte reden, heute haben wir keine Massenarbeitslosigkeit, wir haben keine Hyperinflation, wir haben keinen Börsencrash und trotzdem scheinen radikale Kräfte in Deutschland, aber auch in Sachsen stärker zu werden. Wie erklären Sie sich das, Frau Vorhutan? Das ist in der Tat ein relativ kontraintuitiver Befund, den wir jetzt nicht nur speziell für Deutschland oder Sachsen sehen, sondern das Interessante ist, dass wir das in sehr vielen europäischen Ländern sehen, die eigentlich ökonomisch prosperieren. Wenn man eine marxistische oder neomarxistische Theorie zugrunde legt, wonach dort, wo es ökonomischen Statusverfall oder Statusängste gibt, dass man dort auch stärker rassistische Unruhen spüren kann, wenn man das eben so kausal liest, dann muss man sich wundern, dass eben gerade Länder wie Griechenland oder zum Beispiel Spanien, wo es wirklich akutes Leiden unter der Finanzkrise gab und eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, dass diese Länder sich doch dann dafür entschieden haben, sehr stark linke Parteien zu wählen und vielleicht auch populistisch Linke, aber eben Linke. Und die Frage ist, warum es gerade die ökonomisch starken Länder sind, in denen die Rechtspopulisten so viel an Position gewinnen. Und sie müssen einfach sich die Länder mal ansehen. Die Schweiz, Österreich, Deutschland, alle skandinavischen Länder, die Niederlande, das sind alles Länder mit sehr stabilen Ökonomien, mit natürlich auch Krisen, aber dennoch sind es Länder, die man mit zu den reichsten Ländern der Welt zählen würde. Und trotzdem können wir dort beobachten, dass die rechtspopulistischen Parteien sich in allen diesen Ländern, jetzt bis auf Schweden, Sitze in den Parlamenten gesichert haben und auch teilweise sehr tonangebend sind. Und das ist für uns in den Sozialwissenschaften eine sehr große Irritation gewesen und eine Frage, der wir auch immer noch nachgehen. Und eine Erklärung ist eben die, dass wir zwar auf der Makroebene sehr starke Ökonomien beobachten können, dass wir aber trotzdem erkennen, dass innerhalb der Gesellschaften die Ungleichheit sehr viel stärker zugenommen hat. Der neueste Bericht aus dem letzten Jahr, der Ungleichheitsreport von Piketty, sagt für Deutschland aus, dass wir in Deutschland eine Vermögensungleichheit haben, wie zuletzt 1913. Also insofern können wir auch noch mal Analogien in die Zeit jetzt vor Weimar ziehen und uns fragen, was macht das eigentlich mit Gesellschaften, wenn es so starke Ungleichheiten innerhalb der Gesellschaften gibt, auch wenn man auf der Makroebene erkennen muss, die Länder sind stabil ökonomisch. Eine andere Frage, die wir uns stellen, die sehr viel komplexer und komplizierter, ehrlich gesagt, zu beantworten ist und die auch nur eine Hypothese ist, über die wir aber wahrscheinlich in eine andere Richtung dann auf dem Panel diskutieren würden, ist auch die große Frage, ob es vielleicht so etwas gewisses Saturiertes ist. Wenn es einem in vielen Punkten ökonomisch gut geht, ist es dann vielleicht so, dass andere Dinge relevant werden. Ich habe ein Auto, zwei Auto, ein Flatscreen, zwei Flatscreens. Was ist das, was ich nicht habe oder besser schützen kann? Ist es eine gewisse Form von Distinktion, die ich über Rasse, Ethnizität, Geschlecht herstellen kann und die ich nicht aufgeben möchte und als etwas Singuläres in irgendeiner Form schützen möchte. Das Gleiche könnten wir übrigens auch diskutieren unter dem Stichwort Ungleichheit. Wenn ich nichts mehr habe, was wird dann relevant? Nationale Identität. Also in beide Richtungen könnten wir diskutieren. Ich kann nur sagen, dass eben im Moment niemand die Erklärung dafür hat, absolut zu sagen, das ist der Grund, warum wir den Anstieg von Rechtspopulismus sehen. Was sind denn die Strategien von Rechtspopulismus? Wie konnten Sie denn so große Gewinne erzielen? Was wir auf jeden Fall erkennen können und ich glaube, da kann man auch wieder Ähnlichkeiten zu Weimarer Zeiten vielleicht feststellen, ist, dass es so etwas wie eine direkte Kommunikation gibt zwischen den politischen Strategen und dem Volk oder der Bevölkerung. Wenn wir uns die repräsentative Demokratie ansehen der letzten Jahrzehnte, dann kann man sagen, dass im Grunde genommen eine Direktkommunikation zwischen Eliten und Bevölkerung
nie wirklich stattgefunden hat. Meistens ist dazwischen so jemand, so ein Intermediär, zum Beispiel die Medien. Selbst wir in der Wissenschaft, wir haben kommunizieren vielleicht mit Studierenden, wir bilden Lehrer und Lehrerinnen aus, die dann wiederum mit anderen kommunizieren, aber in Wahrheit ist unser direkter kommunikativer Kanal nicht wir und die Bevölkerung. Und wir können eigentlich erkennen, dass durch diesen starken Angriff auf die Medien, Stichwort Lügenpresse, eine Form der Delegitimation von denen stattgefunden hat, die eigentlich bestimmte Gedanken, die man in gesellschaftlichen Eliten, sagen wir mal Politik, sagen wir mal Wissenschaft, sagen wir mal intellektuelle Zirkel, dass die werden dann über die Medien gefiltert oder werden nochmal in einfacheren Worten kommuniziert und werden so direkt breiter gestreut. Durch dieses Misstrauen gegenüber den Medien ist eine sehr viel stärkere direkte Kommunikation über zum Beispiel Internetblogs oder über Straßenzusammenkünften, über etwas passiert, wo man feststellen kann, da findet dieser Zwischenschritt des nochmal Überdenkens weniger statt. Und in Wahrheit müssen wir auch zugeben, dass es wahrscheinlich auch große Strategien sind. Es sind ja nicht umsonst sehr viele Menschen aus der sogenannten machenden politischen Elite in Regionen gekommen, um direkt kommunizieren zu können. Wir stellen einfach fest, dass so wenig bewusst ist, dass die meisten Granden der AfD aus dem Westen nach Osten gekommen sind und zwar gezielt nach Osten gekommen sind und dementsprechend hier Netzwerke der Direktkommunikation aufgebaut haben. Man denkt immer über die AfD, hört viel zu schnell, das ist eine Partei des Ostens. Schaut man auf Gauland, auf Höcke, selbst auf Frauke Petri, die vielleicht im Osten geboren war, aber sozialisiert ist, ich weiß gar nicht mehr wo, im Sauerland, Münsterland oder sonst irgendwo, oder Meuthen und diese ganzen Leute, das sind alles westdeutsche Denker. Und das ist interessanterweise etwas, was man in den Debatten sehr schnell vergisst. Und ich glaube, dass man sehr viel stärker auf die Strategien der Manipulation auch hinweisen müsste und draufschauen sollte. Können Sie ganz kurz mal also eine Strategie der Manipulation skizzieren, was Sie darunter verstehen? Naja, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel, soll ich wirklich seinen Namen, ist halt Björn oder Bernd Höcke? Björn heißt er, ne? Dass der von Neuwied, übrigens, da komme ich auch her aus der Ecke, hierhin gezogen ist, um sich auch mit quasi neurechten Denkern zusammenzufinden. Es sind Gelder hierhin geflossen. Die Republikaner haben sehr früh die Strategie gesetzt und haben gesagt, es gibt weniger demokratische Strukturen, weniger Institutionen. Man kann die Form dieser Moderation, die eben Institutionen normalerweise übernehmen, aussetzen und eine direktere Kommunikation zu Bürgern und Bürgerinnen übernehmen. Übrigens auch etwas eine Strategie in der Weimarer Zeit, in der die direkte Ansprache derjenigen, die bedürftig waren, die sich nicht angesprochen gefühlt haben, sehr viel aktiver funktioniert hat. Hat man übrigens auch mit der Hamas, also auch islamistische Akteure konzentrieren sich gezielt auf vulnerable Akteurinnen und Akteure und sprechen die an mit Hilfsmaßnahmen, mit Einfügen in bestimmte gesellschaftliche Komplizen mit Einbinden in Kameradschaftsstrukturen. Das funktioniert ja in allen rechten Formationen gleich und ich setze jetzt gezielt auch die Islamisten als rechte Formation. Und insofern ist das etwas, was man durchaus beobachten kann, dass man das umgeht, was institutionelles Moderieren ist. Wenn wir beim institutionellen Moderieren sind, ist ja auch ein großer Zugang oder eine große Verantwortung, auch die bei den großen Parteien, mit den etablierten Parteien innerhalb auch einer so gesellschaftlichen Krise zu vermitteln. Wie reagieren Sie denn auch in Ihrem persönlichen politischen Alltag, Frau Kliese, auf die Radikalisierung an den Rändern? Also zunächst ist das Phänomen des Rassismus in Sachsen überhaupt kein neues. Also wir können zwar, oder auch in anderen Bundesländern, wir können zwar von einer Radikalisierung sprechen, müssen aber davon ausgehen, in den 1990er Jahren war immer die Rede von der Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer, die wir hier haben. Jetzt haben wir die Ausländerfeindlichkeit mit ein paar Ausländern, aber das Phänomen ist also schon länger greifbar und spürbar gewesen, sodass wir uns politisch darüber auch schon länger Gedanken gemacht haben, wie man dagegen arbeitet.
arbeiten kann, beispielsweise durch Projekte, ich nenne jetzt mal das Netzwerk für Demokratie und Courage, die an Schulen gehen, die politische Bildung machen mit Schülerinnen und Schülern. Das sind alles Versuche, die wir unternehmen, wo wir auch regelmäßig evaluieren müssen und uns fragen müssen, wie erfolgreich ist das tatsächlich? Also auch unsere Gedenkstättenlandschaft, wir haben wunderbare Gedenkstätten im Freistaat Sachsen, die an die Verbrechen der NS-Zeit erinnern. Trotzdem haben wir nicht genügend Menschen, die das ausreichend verinnerlicht haben, um diejenigen Menschen, die das relativieren wollen, nicht zu wählen. Woran könnte das liegen, Ihrer Meinung nach? Es könnte daran liegen, dass manche Angebote eben auch nur Angebote sind für die Menschen, die ohnehin schon dieser Meinung sind. Also wenn wir uns heute hier im Saal umschauen, ich weiß nicht, wie das da aussieht, aber ich habe oftmals den Eindruck, auch wenn ich zum Beispiel ins Staatsschauspiel gehe und schaue mir ein Stück wie Graf Öderland an, dann ist das eine Art Gottesdienst zur Selbstbestätigung derer, die auf der guten Seite stehen. Das ist sehr schön, aber es ist eben keine Kontroverse und es ist auch keine Einladung an die andere Seite. Da glaube ich schon, dass man sich anders aufeinander zu bewegen muss. Das ist aber sehr schwierig. Was wir seit vielen Jahren machen, ist über Endstation Rechts, das ist ein Internetportal, eine intensive Beobachtung der Tätigkeit. Das hat angefangen mit der NPD, mündete dann in die AfD im Parlament, um einfach auch zu schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede, was machen die überhaupt? Die Menschen erschrecken immer über die Wahlergebnisse, wissen aber eigentlich gar nicht so richtig, was machen die dann überhaupt, wenn die im Parlament sind. Hier beobachten wir momentan ganz erschreckend viele Parallelen zwischen der NPD und der AfD. Also die Anträge, die damals zum Haushalt gestellt worden sind von der NPD, von Jürgen Gansel, sei es das Simon-Dubnow-Institut abzuschaffen, das Hannah-Arendt-Institut abzuschaffen, werden heute eins zu eins von der AfD gestellt. Das zu beobachten, das auch zu verschriftlichen, um eine gewisse Basis, auch eine Vergleichbarkeit zu haben, um auch auf einen Konflikt vorbereitet zu sein, auch inhaltlich vorbereitet zu sein, weil es eben nicht reicht, immer nur zu sagen, ihr seid menschenverachtend, weil man da argumentativ noch viel stärker reingehen muss. Das ist eine Strategie, die wir gewählt haben, aber wie wir alle merken, hat die auch einen sehr begrenzten Erfolg. Wie sieht denn die Strategie der CDU aus? Und verknüpft mit der Frage, gerade weil es auch gerade jetzt unter dem neuen Ministerpräsidenten so viele Debatten gibt, wo man eigentlich versucht, Leute einzuladen, ob die aus ihrer Meinung nach fruchten? Na, ich glaube, zunächst ist es richtig, diese Gespräche zu führen. Ich glaube, es ist auch richtig, zunächst mal bedingungslos Gesprächsangebote zu machen. Ich glaube, dass wir auch in einer Situation leben, in der ja die Ängste, die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, vergleichsweise groß sind. Also es gibt nicht das eine Problem und auch nicht die eine Lösung. Deswegen sind diese offenen Gesprächsangebote, die die Staatsregierung macht, die auch die CDU als Partei macht, erstmal richtig. Ich glaube aber, und das unterscheidet uns dann doch sehr stark von den Parteien des rechten und des linken Randes, dass man trotz allem eben in diesen Gesprächen auch eine Haltung zeigen muss. Also ich kann mir zunächst erstmal bedingungslos anhören, was Menschen umtreibt. Ich sollte Ängste auch grundsätzlich ernst nehmen, weil Angst ja nichts Rationales ist. Das heißt, ich kann Ängste erstmal nicht wegdiskutieren. Ich muss erstmal zur Kenntnis nehmen, dass sie stellenweise einfach da sind. Aber ich glaube, was wir tatsächlich brauchen, um diese Situation, in der wir gerade sind, in der die Ränder stärker werden, ist eben eine ordentliche demokratische Streitkultur. Und die versuchen wir auch gemeinsam mit anderen Partnern wieder zu etablieren. Weil ich glaube, ein Problem ist doch, dass es Menschen gibt, die zum einen immer versuchen darzustellen, dass Probleme auf ganz, ganz einfache Ursachen zurückzuführen sind und dass gleichzeitig es keinen Streit um unterschiedliche, gute demokratische Lösungen gibt bei einem gleichzeitig vorhandenen Konsens unter Demokraten, dass man eben respektvoll und anständig miteinander umgeht. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Beitrag aller demokratischen Parteien, aber nicht zuletzt auch der Sächsischen Union bzw. der CDU, genau das zu leisten. Weil wir müssen doch am Ende zeigen, dass uns alle gemeinsam das Ziel eint, auch ganz konkret Probleme zu lösen. Eben zu zeigen, dass die Kritik, die geäußert wird an der repräsentativen Demokratie, an der Demokratie, die durch Parteien getragen wird, dass wir eben in der Lage sind, gemeinsam im Kompromiss Probleme zu lösen. Und ich glaube, das tun wir recht erfolgreich auf Landesebene und auch darüber hinaus. Ja, das war eigentlich gerade noch eine Anschlussfrage. Sie sagen, Sie müssen das leisten, dass Sie eine gute Streitkultur als Beispiel voranführen. Ist Ihnen das in der Vergangenheit immer gelungen? Na, ich glaube, da bin ich durchaus auch selbstkritisch, dass auch wir als Sächsische Union, als Partei, die dieses Land seit 28, 29 Jahren regiert, auch bereit sein müssen, uns selbst zu hinterfragen, auch festzustellen, dass wir in 28 oder 29 Jahren eben nicht alles richtig gemacht haben. Zum Beispiel, was nicht?
Naja, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir beispielsweise, wenn wir jetzt über das ganze Thema Widerstand oder Demonstrationen auch gegen rechtsextreme Tendenzen sprechen, glaube ich, dass wir zu lange unterschätzt haben, dass es eben auch eine klare Positionierung in der bürgerlichen Mitte braucht, dass es auch Angebote von der bürgerlichen Mitte in die bürgerliche Mitte braucht, genau diesem Problem zu begegnen. Ich glaube, dass wir da auch unter Michael Kretschmer einen neuen Stil spüren, wo wir sagen, natürlich sind Ängste möglicherweise erstmal da, man muss darüber reden, aber es gibt eben auch Verhaltensweisen, die in einer offenen, in einer liberalen, in einer demokratischen Gesellschaft eben nichts verloren haben, die auch nichts mit Meinungsfreiheit zu tun haben. Also Demokratie heißt eben nicht, dass man den Hitlergruß zeigen darf, dass man irgendwie pauschal Ausländer beschimpfen darf, dass man jede Art von noch so unbegründetem Vorurteil in einer Ausdrucksweise, die jeder Beschreibung spottet, irgendwie offen kommunizieren darf, sei es im Internet oder auch im wahren Leben. Ich glaube, da haben wir als CDU wahrscheinlich zu lange uns darauf zurückgezogen zu sagen, dass wir institutionell sicherlich Beiträge leisten, sei es Verfassungsschutz, sei es auch Programme zur Demokratieförderung, aber so die gesellschaftspolitische Rolle der Union, ich glaube, da haben wir tatsächlich lange nicht aktiv genug teilgehabt, denn ich glaube, das ändert sich jetzt. Ja, da würde ich auch gleich mal einhaken. Wir sind auch aufgefordert, hier nämlich hier vorne aktiv zu diskutieren, auch wenn der Moderator ein bisschen angeschlagen ist. Also bei der Selbstkritik, Herr Kollege Dirks, helfe ich gerne. Ich kritisiere mich dann auch gleich noch selber als SPD. Da gibt es ja auch genügend Anlässe. Aber was ich tatsächlich im Freistaat Sachsen die letzten Jahre, wie ich es erlebt habe, die ich hier zur Schule gegangen bin und in Initiativen gearbeitet habe, feststellen musste, sind zwei Dinge, die uns, glaube ich, heute auf die Füße fallen. Das ist zum einen der Umgang mit ehrenamtlichem Engagement, der Umgang mit Leuten, die hier in Sachsen versucht haben, gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie was zu tun, die teilweise wie Bittsteller behandelt worden sind. Also ich bin selber mit vielen Initiativen unterwegs gewesen, wo wir ständig das Gefühl vermittelt bekommen haben, wir seien irgendwie lästig oder überflüssig. Das war also nicht sehr motivierend. Das hat sicherlich in gewisser Weise auf die Initiativen auch gewirkt. Und ein zweiter Punkt ist die politische Bildung an Schulen. Man hat also versucht, nach der Wiedervereinigung den kompletten Dreh zu machen, also von politischer Indoktrination oder politisch gezielter Bildung, die zu DDR-Zeiten ja durchaus stattgefunden hat, zu jetzt machen wir lieber gar nichts mehr mit Politik an Schulen. Und das halte ich für sehr problematisch, weil so den Schülerinnen und Schülern der Eindruck vermittelt worden ist, ja, die Politiker dürfen nicht zu uns kommen, das sind irgendwie Leute, von denen man Abstand halten sollte. Das hat der Sache nicht gut getan. Wir haben also lange Zeit gar keine Möglichkeit gehabt, als Abgeordnete an Schulen zu gehen, dort mit Schülerinnen zu sprechen, uns vorzustellen. Ich meine jetzt alle Abgeordneten. Ich will da nicht alleine hingehen. Ich nehme da gerne meine Kollegen von anderen Fraktionen mit, aber das war eben gar nicht gestattet gewesen. Es wurde immer vermittelt, dass das getrennt laufen muss und das kann meines Erachtens nicht funktionieren, ebenso wenig wie es funktionieren kann, dass die jungen Menschen lernen und das sollte, glaube ich, ja unser Streben sein, sich kritisch eine Meinung zu bilden, Dinge abzuwägen, ja, ich sage mal im kantischen Sinne jetzt aufgeklärt zu sein, wenn man sie gar nicht mit Politik überhaupt berührt. Nee, bitte, also ich wollte jetzt nicht abwürgen, Sie können gerne klatschen. Das ist schön, dann weiß ich, dass Sie noch wach sind. Ich versuche mal eine Frage aufzugreifen oder eine Frage daraus zu basteln. Stichwort politische Bildung, mal gucken, ob ich noch zusammenbekomme. Das hatten wir auch letztes Mal, wo wir mit dem Ministerpräsidenten gesprochen hatten, dass politische Bildung Sachsen eines der Schlusslichter ist. Ich glaube, ein Realschüler in Niedersachsen hat Gymnasiastschüler in Sachsen hat nur ein Achtel so viel Politikunterricht wie ein Hauptschüler in Niedersachsen, so war es nämlich. Und dieser Vorwurf klang jetzt auch an, dass die politische Bildung lange vernachlässigt wurde. Befindet sich die Union auf einem neuen Weg oder hält sie den alten noch für gut? Ich glaube, dass politische Bildung natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag dazu ist, dafür zu sorgen, dass junge Menschen zum einen in Berührung mit Politik kommen und gleichzeitig auch demokratische Streitkultur lernen. Ich glaube aber, dass die Frage, oder ich bin überzeugt davon, dass die Frage der politischen Bildung sich eben nicht im Gemeinschaftskundeunterricht erschöpft, so wie wir ihn, jedenfalls so wie ich ihn auch noch aus meiner Schulzeit kenne, weil er natürlich sehr formalisiert ist, weil es darum geht, letzten Endes eher trockenes, eher formales Institutionswissen zu vermitteln. Aber ich sage mal, eine demokratische Haltung, auch die Fähigkeit in einer Demokratie, zu streiten, auch für die eigenen Interessen zu streiten, auf der anderen Seite auch mal damit zu leben, dass man möglicherweise nicht Recht hat, beziehungsweise nicht Recht bekommt, das lerne ich ja nicht nur in der Schule. Ich glaube, wir brauchen da auch neue Formate und auch neues Denken, was politische Bildung bedeutet. Und zum anderen
bin ich der Überzeugung, dass man eben politische Bildung nicht nur sozusagen auf die Schule begrenzen darf und sollte, sondern dass es eben ein lebenslanger Prozess ist, dass ich auch immer wieder Räume brauche, in denen man sich auseinandersetzen kann und auch auseinandersetzen soll. Das beginnt ja schon damit, dass ich glaube, dass es eine ziemlich starke gesellschaftliche Stimmung gibt, in der, sage ich mal, Streit grundsätzlich geächtet ist, in der Streit als was Falsches, als was Schlechtes wahrgenommen wird. Dass der Streit aber sozusagen das Schmiermittel von Demokratie ist, weil nur durch Streit am Ende auch Lösungen und vor allen Dingen Kompromisse zustande kommen. Der Kompromiss ist ja auch so eine aus der Mode geratene Erscheinung, was ja auch gerade durch, ich sag mal, Parteien an den Rändern geschürt wird, zu sagen, derjenige, der bereit ist, Kompromisse zu schließen, ist schwach, ist quasi nicht in der Lage, seinen Überzeugungen zu folgen. Ich glaube, das sind alles Dinge, die wir in Rechnung stellen müssen und die wir sozusagen fördern müssen und das eben weit über die Schule oder die politische Bildung in der Schule hinaus, sondern sozusagen in einem Prozess, der die gesamte Gesellschaft und alle Altersgruppen betrifft. Komm. Ich versuche mir anzugewöhnen, noch ein bisschen Pause zu lassen. Kommen wir noch mal kurz ein bisschen auf den geschichtlichen Bezug. Im Neujahr 1933, da titelte die Frankfurter Zeitung Folgendes: Der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den demokratischen Staat ist abgeschlagen. 1933, und damit, es war ein Leitartikel, den eigentlich die ganze demokratische Presse übereinstimmte. Frau Vorotan, sind wir heute wieder auf dem Weg, die Gefahr für unsere Demokratie zu unterschätzen? Kommt drauf an, wen Sie mit wir meinen. Also ich denke schon, dass die Gesellschaften sehr alert sind und dass sehr stark darüber diskutiert wird, welche Gefahr jetzt von rechter Seite droht, aber auch nicht nur von rechter Seite, sondern auch die Fragen der Ungleichheit und wie die zu Erosion und Misstrauen in demokratische Strukturen beitragen. Ich glaube schon, dass es eine sehr lebhafte Diskussion darüber gibt und das, was Sie eben gesagt haben, dass das eben auch über politische Bildung nochmal den Menschen näher gebracht werden kann, welche Institutionen die Demokratie stärken und schützen, wie man vielleicht direktere Demokratiestrukturen einführen kann oder nicht kann oder sollte oder nicht sollte. Diese Debatten finden ja derzeit alle statt. Und insofern denke ich schon, dass wir ein sehr stabiles Gerüst haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das im Moment unterschätzt wird. Also im Gegenteil, ich glaube, wie ich es gesagt habe, dass man schon sehr alert ist und darauf schaut. Und ich frage mich, weil Sie eben gesagt haben, dass wir verlernt hätten zu streiten. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ob ich da mit Ihnen einer Meinung bin, weil ich mich fast frage, ob wir nicht die letzten Jahrzehnte regelrecht streiten, Dauer zelebriert haben, zum Beispiel in Talkshows. Da ist das ganze Format aufgebaut auf permanentem Widerspruch. Sie haben recht, da ist weniger auf Kompromiss, sondern die ganze Struktur ist das eine Meinung und eine andere Meinung und man inszeniert immer weiter den Widerspruch. Und deswegen finde ich eigentlich das ganz angenehm, wenn man mal irgendwo sitzt und sich die Möglichkeit gibt, dass man konsensual einen Schritt weiterkommt. Das haben wir schon fast wieder verlernt. Und das sehe ich dann vielleicht in dem, was Sie mit dieser Suche nach dem Kompromiss gesagt haben. Und Sie haben eben auch eine andere Sache gesagt, über die ich auch lange schon nachdenke, nämlich dieses Motiv, die Ängste ernst zu nehmen. Ich finde fast, dass das eine der größten Fallen ist, in die wir als Demokratinnen und Demokraten so getappt sind, weil Angst ist so etwas Virtuelles. Und wenn wir, ich bin jetzt Sozialwissenschaftlerin, wir haben sehr viel versucht, Ängste zu interpretieren. Wir haben dann gesagt, naja, die Leute sind eigentlich gar nicht rassistisch, islamfeindlich, ausländerfeindlich, was auch immer. In Wahrheit haben die Angst, ihren Job zu verlieren. Oder in Wahrheit haben die Angst, ihren Status zu verlieren. Oder sie fühlen sich abgehängt und unbeobachtet. Und dann haben wir gesagt, okay, das sind jetzt alles unsere Vermutungen, dann fragen wir doch mal nach. Und dann haben wir gesehen, wenn wir Bevölkerungsumfragen gemacht haben, dann sagt ein verschwindend geringer Anteil, sie haben Angst, ihren Job zu verlieren. Und ein verschwindend geringer Anteil sagt, sie glauben, es wird ihnen in Zukunft schlechter gehen als heute. Das sind ja Fragen, die stellen wir ganz regelmäßig in der Sozialforschung. Da fragt man nach Deutschland, wie sehen wir
schätzen Sie die ökonomische und wirtschaftliche Situation ein und wie schätzen Sie die zukünftige Situation ein? Und dann fragt man nach der eigenen Person. Und wir können erkennen, dass dort sehr stark optimistische Aussagen getroffen werden. Und dann aber, wenn wir dann fragen nach den Ängsten, sagen 50% der Bevölkerung, jede zweite Person, sie haben Angst, dass der Einfluss des Islam zunimmt. Ja, und da handelt es sich um eine Gruppe von 5% der Bevölkerung. Und das, glaube ich, passiert, wenn wir die Ängste ernst nehmen. Wissen Sie, früher haben die Leute geglaubt, die Juden klauen ihre Kinder, nehmen das Blut weg und backen daraus ihre Matzen. Und das war eine Angst. Stellen Sie sich mal vor, ganz lange hat man diese Angst ernst genommen. Und das ist die große Frage. Wenn ich jetzt auf diesem Panel sitze und anfange zu sagen, hier sitzen drei Männer, ich fühle mich bedroht, ich habe Angst, als Frau auf diesem Panel zu sitzen, weil es eine aggressive Situation gibt, die ich spüre auf diesem Panel, die geht von Ihnen rechts und links von mir aus. Und ich kann das jetzt immer weiter drehen. Und dann fängt jemand an zu sagen, also hören Sie mal, wie können Sie denn sowas sagen? Und dann sage ich, ich finde, Sie sollten meine Angst ernst nehmen. Und dann fängt jemand anderes im Panel da draußen an zu sagen, warum nehmen Sie die Angst von Frau Vorhutan und der Frauen auf diesem Panel? Und dann steigert sich das und steigert sich das. Und Sie müssen automatisch anfangen, aus einer Position mir gegenüber zu reagieren. Sie fangen an, sich zurückzunehmen, weil Sie denken, der Vorwurf ist im Raum. Ich kann den jederzeit ziehen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, es ist richtig, Sorgen ernst zu nehmen. Und es ist richtig, wenn wir anfangen, Sorgen zu identifizieren. Dafür müssen wir fragen. Aber Angst ist regelrecht metaphorisch. Physisch. Und wir haben angefangen, Angst über alles zu setzen. Und wir sind eine getriebene Angstgesellschaft geworden. Und ich frage mich, wie wir da wieder rauskommen. Nicht, dass ich jetzt hier sitzen würde und hätte die Antwort. Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass manche Dinge auch über die bestimmten Begriffe, die wir finden, vielleicht nicht richtig funktioniert haben. Und Angst ernst zu nehmen, kann uns doch in eine sehr falsche Richtung führen. Da ich ja doch jetzt im großen Teil Ihres Beitrags direkt angesprochen war, will ich doch mal erwidern. Also zunächst mal, glaube ich, ist es ein großer Unterschied, ob man den Streit führt, um letzten Endes zu einem Ergebnis zu kommen, das heißt dann tatsächlich auch den Kompromiss zu schließen, oder ob man um des Streits willen streitet. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir eine Gesellschaft, in einer gesellschaftlichen Situation sind, in der es sozusagen teilweise schon kritisch gesehen wird, wenn beispielsweise politische Parteien, die ja nun idealtypisch auch zur Willensbildung der Bevölkerung und zur Willensbildung in einer Gesellschaft beitragen sollen, sozusagen ihre Positionen darstellen, um dann am Ende des Prozesses eben einen Kompromiss zu finden. Weil dann der Eindruck entsteht, die einen sind von ihrer Position abgerückt, die anderen auch. Deswegen gibt es ja dieses schöne Sprichwort, dass ein guter Kompromiss sich darin auszeichnet, dass alle unzufrieden sind, weil eben keiner das bekommen hat, was er wollte. Aber am Ende ein Ergebnis steht, das zumindest besser ist als der Ausgangszustand. Insofern glaube ich schon, dass wir auch wieder für demokratischen Streit und für demokratischen Meinungsstreit werben müssen, ohne eben Streit zum Selbstzweck zu erheben und es nur noch darum geht, sich öffentlichkeitswirksam auseinanderzusetzen, dass es diese Tendenz in einigen Talkshows gibt. Das ist unbestritten, die halte ich auch nicht für sinnvoll, aber ich denke, das darf man auch nicht mit demokratischem Streit gleichsetzen. Und wenn ich sage, wir müssen Ängste ernst nehmen, dann gebe ich Ihnen natürlich recht, dass wir nicht jedem Recht geben können, der eine Angst artikuliert, aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzung, um auch verlorenes Vertrauen in Politik, in diese Gesellschaftsform und in diese liberale Gesellschaft zurückzugewinnen, eben die Augenhöhe des Gesprächs ist. Das heißt, ich muss erstmal vernünftige Gesprächsangebote machen, in denen ich dann auch auf den Punkt kommen kann, miteinander darüber in Streit zu geraten, im positiven Sinne, ob das, was die Menschen tatsächlich bewegt, ein objektives gesellschaftliches Problem ist, ob dem nicht ganz andere Probleme zugrunde liegen. Sie haben es angesprochen, möglicherweise Angst vor Jobverlust, Angst oder Sorge um die Frage, wird es meinen Kindern mal besser gehen, als es mir heute geht? So eine Gewissheit, die man irgendwie in der Bundesrepublik über Generationen hatte, die jetzt plötzlich in Frage steht, wo man eben nicht mehr weiß, auch schon aufgrund des insgesamt im Durchschnitt sehr, sehr starken oder sehr hohen Wohlstandsniveaus, ob das tatsächlich eintritt. All diese Fragen mögen ja darunter liegen, aber ich muss ja erstmal diejenigen, die umgetrieben sind von Sorgen, tatsächlich auf Augenhöhe und in einer Situation von Gleichberechtigung ernst nehmen, um eben überhaupt diesen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Wenn wir eben die Situation durchbrechen wollen, dass sich zwei Seiten unversöhnlich gegenüberstehen und sich nur noch anschreien. Und das haben wir ja zum Teil erlebt und das ist, glaube ich, nicht hilfreich. Ich würde gerne nochmal zu der Frage der Angst zurückkommen. Angst, Furcht, Sorge.
Das sind, glaube ich, drei verschiedene Begriffe, die auch drei unterschiedliche Dispositionen betreffen. Und da muss Politik dran arbeiten. Also erstens, Angst ist eine frei flottierende Disposition, die nicht objektgerichtet ist. Das kommt im deutschen Wort Ängstlichkeit noch besser zum Ausdruck. Das ist ein Problem, über das sich sozusagen Kierkegaard, Sigmund Freud und andere viele Gedanken gemacht haben, Indifferenz zur Furcht, die objektbezogen ist. Und wenn Politik an Leute herangeht, ist eigentlich ihre Aufgabe, Angst in Furcht zu transformieren, weil nur dann, wenn gewissermaßen die Objektgerichtetheit da ist, Politik das bearbeiten kann. Oder mal zugespitzt, Angst ist eine Sache für den Psychotherapeuten, aber Furcht ist eine Aufgabe der Politik. Und diesen Transformationsprozess hinzubekommen, ist eine zentrale Herausforderung gerade der repräsentativen liberalen Demokratie. Weil nur auf diese Weise Politik zeigen kann, dass sie an den Problemen arbeitet. Nicht? Was weiß ich, wenn einer sagt, ich habe Angst, ne? Dann kann man ihm sagen, okay, dann nimm vielleicht Psychopharmaka, dann geht es dir besser oder derlei mehr oder kann die sozusagen für alle verschreiben oder weiß der Teufel was. Aber das sind jetzt sozusagen keine genuin politischen Problembearbeitungen, nicht? Sondern man muss dann überlegen, was ist eigentlich das konkrete Problem und was können wir ändern, in welcher Weise, damit es den Leuten gewissermaßen nicht mehr in dieser Form auf der Seele liegt. Und das ist, glaube ich, da würde ich das nicht allein auf Sachsen beziehen wollen, sondern insgesamt auf Deutschland, aber auch von mir aus auf Westeuropa, in den letzten Jahrzehnten nicht hinreichend gemacht worden. Und das ist sozusagen die andere Seite dessen, was angesprochen worden ist über politische Bildung. Politische Bildung ist sozusagen das Gelenkstück zwischen dem Umstand, dass Demokratie die Unterstellung ist, der Demos, also das Volk, ist im Prinzip entscheidungsfähig. Aber er wird ja nicht mit Entscheidungsfähigkeit geboren, sondern wo kommt die denn her? Wie schaffen die das denn, Alternativen rational abzuwägen? Das heißt, die Herausforderung ist im Prinzip, das Volk in Bürger, verantwortungsvolle Bürger zu verwandeln. Und das geht auch nicht von selber, sondern das ist ein mühsamer Prozess, der sicherlich nicht allein im Unterricht stattfinden kann. Man darf da die Schule auch nicht überfordern. Das findet in vieler Hinsicht statt. Nicht? Aber sozusagen, das gehört zu den Lebensvoraussetzungen der Demokratie, dass sie in der Lage ist, den amorphen Begriff Volk zu verwandeln in Bürger, von denen jeder Einzelne ansprechbar ist im Hinblick auf seine Verantwortung. Denn das erlebt man ja häufig in etwas hektischeren Veranstaltungen, als das jetzt hier der Fall ist, dass eigentlich keiner seine eigene Verantwortlichkeit ins Zentrum stellt, sondern sozusagen der Ansturm des Volkes in einem Gemurmel, Geraune, Gerufe zum Ausdruck kommt. Und wie kriegt man das sozusagen so ähnlich, wie man Angst in Furcht transformiert, wie kriegt man das auf der politischen Seite hin? Das sind nach meiner Vorstellung die zentralen Defizite, die uns in den letzten Jahrzehnten auf die Füße gefallen sind. Wenn wir über Angst und Furcht sprechen, habe ich ein interessantes Zitat gefunden von Ihnen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hat Sie im Juni 2018 gefragt, kann so etwas wie 1933 in Deutschland wieder passieren? Und Sie sagten damals, bis vor 3 Jahren habe ich immer geantwortet, nein, nie wieder. Heute bin ich dann nicht mehr so sicher. Was hat denn Ihre Meinung geändert? Naja, ich habe mich für einen englischen Sammelband, der komparativ die Entstehung von Populismus in Europa beobachtet hat, hatte ich einen Beitrag zu schreiben über Populismus in Deutschland. Und na gut, da beobachtet man zunächst mal das, was Frau Vorothan vorhin gesagt hat. Es gibt einen Linkspopulismus in eher Südeuropa und es gibt einen Rechtspopulismus in Mittel-, Nord- und Westeuropa. Aber
Eigentlich fällt die Bundesrepublik da bis zum Herbst 1917 interessant heraus. Nicht? Ich bin Jahrgang 51, ich bin im Westen noch groß geworden, gewissermaßen mit dem Gefühl, ach, es wäre doch eigentlich sehr viel besser, wenn du ein Schwede wärst oder ein Franzose. Gut, das habe ich alles nicht hinbekommen. Ich habe zwar Gitane und Gauloises geraucht, aber das hat mich jetzt nicht zum Franzosen gemacht. Aber es war sozusagen ein gewisses Neidgefühl gegenüber dieser vertrackten eigenen Geschichte. Und wenn man das sich jetzt angeguckt hat, dann stellte man fest, alle Vorbilder meiner Jugend haben starke rechtspopulistische Parteien ausgebildet gehabt. Nur in Deutschland waren die nicht im Bundestag. Sie saßen zwar in Landtagen, aber im Bundestag hatten sie es nicht geschafft. Ganz interessantes Phänomen, nicht? Und zu sagen, ich glaube auch, dass man sagen kann, bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt war die Wählerschaft in Deutschland imprägniert gegen bestimmte Versuchungen tendenziell rechtsradikaler bis rechtsextremistischer Art. Und das hat sich geändert innerhalb dieser Zeit. Da ist also dann die Septemberwahl 17 gewissermaßen nur der Indikator von Veränderungsprozessen geworden. Das Sagbare hat sich verändert, aber auch das Denkbare. Und das war der Hintergrund dieser Äußerung. Da war ich mir also nicht mehr so sicher, dass ich sagen kann, okay, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Deutschen ein Problemfall in Europa. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren sie das in dieser Weise nicht mehr, haben aber auch im Prinzip die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs eigentlich immer drauf geguckt, dass sie das nicht treiben. Und am Anfang des 21. Jahrhunderts zeigen sie, dass es auch anders geht als populistisch. Davon war ich zunächst überzeugt, aber dann hat sich gezeigt, naja gut, und das ist allerdings auch in Deutschland regional sehr unterschiedlich verteilt. Die rechtspopulistischen Parteien haben eigentlich in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen, wenn wir das mal im Nord-Süd-Vergleich sehen, eine höhere Zustimmung und das ausgerechnet in Ländern, denen es eigentlich im Bundesvergleich relativ gut geht. Wenn Sie sozusagen Sachsen relationieren mit Mecklenburg-Vorpommern oder auch Brandenburg. Und das halt so zu beobachten, das war dann die Ursache, warum ich sagte, naja, so ganz sicher bin ich mir jetzt doch nicht mehr im Hinblick auf meine Compatriots. Sie haben gesagt, die Grenzen des Denkbaren, auch des Sagbaren haben sich verschoben für Sie. Da habe ich auch ein ganz interessantes Zitat gefunden von Ford Vorotan, die das noch ein bisschen nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Und zwar lautet das Zitat, das haben Sie dem Tagesspiegel im Juli 2018 in Zeiten von Fake News ist ja immer die Quelle ganz wichtig, haben Sie gesagt, wir sind vorbereitet für die moralische Verwahrlosung des Faschismus, der kommen könnte. Was haben Sie damit gemeint? Das war auch angeschlossen an eben diese Verschiebung der Sagbarkeitsgrenzen, dass plötzlich bestimmte Sachen, von denen wir gedacht haben, sie sind aus unserem Sprachgebrauch verschwunden oder ein bestimmter ethischer, moralischer, normativer Konsens so in Frage gestellt wird, wie zum Beispiel die Frage der Erinnerung oder die Frage der Zitate von Gauland, Nationalsozialismus als Vogelschiss in der Geschichte zu bezeichnen oder die Aussage von ihm ebenfalls, eine demokratisch gewählte Abgeordnete in Anatolien entsorgen zu wollen. Also dieses Aufschaukeln der Empörung, das ist ja etwas, was man beobachten kann, dass Empörung sich auch nutzen kann. Man empört sich über bestimmte Dinge, aber wenn die Grenzüberschreitung sehr hoch ist, empört man sich über diese hohe Schwelle
Und das, was danach darunter gesagt wird, ist einem gar nicht mehr plötzlich so empörenswert, obwohl, wenn man es vorher verglichen hätte mit der eigenen Position, wäre das schon etwas, wo man nicht mitgegangen wäre. Und dieses Aufschaukeln ist ja auch eine Strategie des Populismus und besonders des Rechtspopulismus, etwas ganz, ganz, ganz stark Undenkbares zu sagen, die Empörungswelle abzuwarten, es zurückzunehmen und dann etwas zu sagen, was immer noch schlimm ist, aber im Vergleich zu dem davor Gesagten nicht mehr so ganz schlimm. Wenn wir überlegen, wie die große Empörung darüber war, dass Beatrix von Storch gesagt hat, man sollte auf Frauen und Kinder an den Grenzen schießen, dann war diese Empörung gezielt auf diese Gruppe Frauen und Kinder gelenkt, so dass man, wenn man danach rauskommt und sagt, okay, auf Frauen und Kinder nicht, aber in letzter Not könnte man doch auf die vielen Horden junger Männer schießen, erscheint einem das plötzlich im Vergleich zu den Frauen und Kindern weniger schlimm. Und so ist die Frage, wie das eben eine gezielte Wort quasi Ermächtigungsstrategie ist, die gedanklich Empörung wegdenkt und einen vorbereitet dafür, dass man bestimmte moralische Grenzen als Gesellschaft nicht mehr so stark setzt, wie man sie vorher gesetzt hat. Wie gehen Sie denn damit um, mit solchen Strategien der Rechtspopulisten in Bezug auf die Entgrenzung des Sagbaren, in Ihrem politischen Alltag vor allen Dingen? Es ist tatsächlich eine große Herausforderung, weil, wie Sie gerade richtig gesagt haben, man neigt ja dann dazu, in so einer Dauerempörung zu verharren und sich im Prinzip tagtäglich nur noch mit dem zu beschäftigen, was eigentlich die AfD oder andere Leute sagen, was natürlich ein Stück weit in deren Konzept passt, weil dieses bewusste Provozieren, dieses bewusste Überschreiten von Grenzen, dieses Verschieben des Sagbaren dient ja tatsächlich der Strategie, ständig im Gespräch zu sein und auch ständig zu dokumentieren, dass man letzten Endes einer Phalanx von sogenannten Altparteien und etablierten Kräften gegenübersteht, die quasi nichts anderes im Sinn haben und auch keine anderen Konzepte haben, als sich sozusagen künstlich über das zu empören, was man selbst von sich gibt. Und auf der anderen Seite stehen wir natürlich als Demokraten, und es ist nicht die CDU, das sind viele andere demokratische Parteien in diesem Land und auch gesellschaftliche Kräfte, die nicht in Parteien organisiert sind, natürlich vor der Herausforderung und auch vor der Pflicht, die Errungenschaften, die, von denen wir alle tagtäglich leben, die uns leider allzu selbstverständlich erscheinen, auch zu verteidigen. Also eben zu sagen, der Nationalsozialismus ist kein Fliegenschiss, und natürlich ist es richtig und natürlich ist es auch zentrale Voraussetzung der Rolle Deutschlands in der Welt, dass wir mit unserer Geschichte umgegangen sind, wie wir mit ihr umgegangen sind. Ich glaube, dass die Rolle Deutschlands in Europa, aber auch international undenkbar wäre, wenn wir nicht die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in der Weise betrieben hätten, wie wir sie betrieben haben. Und immer wieder deutlich zu machen, dass das eben eine zentrale Voraussetzung für die Anerkennung oder für das Anerkenntnis Deutschlands und dessen Erfolg ist, ist unheimlich schwierig. Und wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht über jedes Stöckchen springen, das uns hingehalten wird, ohne eben durch Schweigen zu verharmlosen, was dort gesagt wird. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir tagtäglich neu stehen und für die es, glaube ich, auch kein Patentrezept gibt. Also ich gebe ganz offen zu, dass wir immer wieder überlegen, wie reagiert man jetzt auf dieses oder wie reagiert man auf jenes, wie vergisst man eben in diesem Zustand der Dauerempörung und des dauernden Grenzüberschreitens auch nicht eigene Themen zu setzen, also über die Themen zu sprechen, die tatsächlich das Land voranbringen, die ganz konkret da sind. Also wir können uns ja nun auch nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, was die AfD sagt, weil die AfD hat keine Idee, wie man den Lehrermangel bekämpft, die hat keine Idee davon, wie man innere Sicherheit stärkt oder wie man den ländlichen Raum entwickelt. Und das sozusagen in einem vernünftigen Verhältnis zu halten, gleichzeitig eben Haltung zu zeigen, auch diejenigen zu bestärken, die sich tagtäglich gegen solche Tendenzen in der Gesellschaft aussprechen, die auch dokumentieren, dass eben nicht das gesamte Volk hinter diesen Kräften steht. Weil ich meine, auch das ist ja eine, wie soll man sagen, eine Tendenz, die allzu oft unwidersprochen stehen bleibt, dass die AfD und dass andere rechtspopulistische Kräfte sich anmaßen, sozusagen für diesen monolithischen Block Volk zu sprechen, obwohl über 70% der Sachsen sagen, sie würden niemals AfD wählen. Und wenn man in der Demokratie lebt und rechnen kann, weiß man eben, dass das offensichtlich keine Mehrheit ist. Frau Klies. Frau Voroten hat es schon angesprochen, dass es ja auch eine Strategie der Rechten ist, diese Empörung abzuschleifen, aber auch eben durch Empörung auf sich aufmerksam zu machen. Frustriert Sie das manchmal, dass Medien so auf diese Empörung abziehen? Wie gehen Sie damit um? Ja, ich glaube, es ist zum einen, dass
die Empörung immer stärker wird, zum anderen aber auch die Anlässe immer häufiger. Also es werden einfach die Anlässe immer häufiger gesetzt. Ich das jetzt vergleiche mit der Zeit, als die NPD in die ersten Parlamente gekommen ist, gab es hier und da eine gezielte Provokation, über die berichtet worden ist. Inzwischen kann man da glatt den Überblick verlieren, weil es so viele Provokationen, so viele Grenzüberschreitungen jeden Tag von AfD-Politikern und anderen Leuten aus diesem Umfeld eben gibt. Also das ist wahnsinnig schwer, da zu sortieren, und ich finde es ganz wichtig, immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Insofern finde ich das okay, dass man es thematisiert, man muss es aber in den richtigen Rahmen setzen. Also das ist eben das, was mir manchmal hier in Sachsen auch gefehlt hat. Als Pegida kam, da hieß es dann, ja, wir müssen jetzt in der Landeszentrale Veranstaltungen mit den Pegida-Leuten machen. Das kann man alles machen, man muss es aber so moderieren, dass bestimmte Grenzen klar aufgezeigt werden, und man muss es so moderieren, dass an der entscheidenden Stelle, wo nämlich dort ungezügelt Rassismus vorgetragen wurde, mal jemand dazwischen geht, und dass die merken, das bis hierhin und nicht weiter, und wir dulden das nicht. Und das findet mir teilweise zu wenig statt. Also da merke ich schon auch eine Diskursverschiebung, dass sich Dinge abgeschliffen haben. Begriffe, die die AfD gezielt gesetzt hat, um uns herabzusetzen, der Begriff Altparteien verwenden zurzeit so viele Menschen, der Begriff Rot-Grün versifft, Gender-Gaga verwendet die Morgenpost, wird also auch von Zeitungen mitverwendet. Das sind alles Worte, mit denen Menschen herabgewürdigt werden, mit denen auch Bewegungen herabgewürdigt werden. Das halte ich für einen Fehler. Wir müssen darauf meines Erachtens viel stärker aufmerksam machen, dass man dabei seine Themen nicht aus dem Blick verliert und trotzdem vertritt, steht wieder auf dem anderen Blatt, ist immer die Frage, wo. Ja. Was ist denn für Sie eines der besten Mittel, um so eine Diskursverschiebung entgegenzuwirken? Vielleicht auch aus den Lehren der Weimarer Republik. Naja, zunächst einmal, man darf den Diskurs natürlich nicht allein der Politik überlassen und sagen, du Politik, mach mal, das ist deine Aufgabe. Das ist sie auch, aber es ist letzten Endes eine Aufgabe eines jeden Einzelnen, nicht? So ist mein Verständnis von Demokratie und Zivilgesellschaft, dass das Probleme sind, die man nicht im Sinne von Spezialisierung zuweisen kann. Der Dachdecker deckt das Dach und der Spengler legt irgendwelche Rohre, sondern in diesem Falle ist das die Aufgabe eines jeden Einzelnen, um auf diese Weise vielleicht den Bereich des Sagbaren wieder etwas zurückzudrängen. Glauben Sie, das ist möglich? Glaube ist wahrscheinlich in dieser Frage uninteressant, sondern ich befürchte, dass es eine ganz große Herausforderung ist, weil in der Regel Strategien der Provokation, Strategien der Deeskalation überlegen sind. Nicht? Sozusagen, man provoziert und die anderen reagieren darauf. Das ist ja schon beschrieben worden, wie so etwas verschoben wird und es ungeheuer schwierig ist, das zurückzubekommen, zurückzuholen und gewissermaßen bestimmte Dinge, naja, sozusagen wieder dahin zu verbannen. Ich glaube, Sie hatten das vorhin angesprochen, dass die Einstellungen eigentlich sich über lange Zeit gar nicht so viel verschoben haben, aber was sich verändert hat, war gewissermaßen die Traute einiger Leute, ihre braune Einstellung in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren. Das wieder einzufangen, wird eine große Aufgabe sein, die, da darf man, ich das mal so sagen darf, die Politik nicht alleine lassen, sondern das ist auch eine Sache der Wissenschaft. Gut, die hat jetzt nicht so viel Macht. Eine Aufgabe der Zivilgesellschaft, auch vermutlich die Aufgabe von Eltern im Umgang mit ihren Kindern, weil natürlich Peer Groups einer der Schlüsselbereiche sind, in denen solche Veränderungen durchgesetzt werden, und da haben bestimmte provokative Begriffe eine ganz andere Durchschlagskraft. Also sozusagen diese langweiligen Formen der Markierung von Unsagbarem, weil es unsäglich ist. Also ich habe ja jetzt sozusagen kein Patentrezept, nicht? Und wenn ich das hätte, dann wäre das natürlich wunderbar, aber ich habe das nicht, sondern es ist eine Aufgabe, die wir alle im Sinne des Probierens und des Nicht-Nachlassens und möglicherweise auch des Vermeidens von Ermüden, was das Risiko dabei ist, anzunehmen und aufzunehmen haben.
Wenn wir über Provokation reden, und Herr Dix hat auch schon angesprochen, 70% würden auch nicht die AfD wählen, könnte man ja auch sagen, na gut, okay, diese Radikalisierung, diese Entgrenzung ist eigentlich nur eine kleine Minderheit, das stört uns jetzt nicht als große Mitte, die wir es eigentlich anders sehen. Gibt es denn in der Sozialwissenschaft eine Grenze, wo man sagt, okay, eigentlich ab dieser und dieser Größenordnung ist es eigentlich systemgefährdend, ist es eigentlich systemrelevant? Na, es gab lange Jahre die Hypothese, dass jede Gesellschaft ungefähr 20% Populismus hat und damit auch klarkommt. Und Populismus erstmal im weitesten Sinne definiert, in allen Formen. Was wir aber beobachten können, ist im letzten Jahrzehnt ganz besonders ein Anstieg dieser 20%, ein kontinuierlicher Anstieg auf 30%. Und es gibt diese Theorie oder vielleicht ein Theorem, also das ist jetzt nicht so wirklich empirisch abgesichert, aber es gibt Hinweise dafür, dass eben diese 30% als Critical Mass beschrieben werden. Also als mit 30% kann man gesellschaftliche Mehrheiten herstellen. Man kann einen höheren und stärkeren Einfluss auf Unentschiedene ausüben. Sie haben das eben gesagt, Herr Münkler, mit Vergleich zur Weimarer Republik, dass es unterschiedliche Pole gab und innerhalb dieser beiden Pole wurde die unentschiedene Mitte aufgerieben. Und dann kommt es eben darauf an, wer auf den beiden Seiten der Pole besser diese unentschiedene Mitte für sich gewinnen kann. Und das ist natürlich, das haben Sie auch eben gesagt, durch Provokation, weil Provokation Aufmerksamkeit erzeugt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo es sehr viel um Aufmerksamkeitsökonomien geht, wer die meiste Aufmerksamkeit bekommt, erhält die meisten Klicks, die meisten Likes, die meisten Zusprüche, ist damit sichtbarer, damit ist das, was diese Person sagt, kann sich mehr in Trends umsetzen. Das heißt, Provokation ist natürlich ein Stilmittel dessen und dementsprechend können wir das sehen, dass im Moment auch innerhalb dieser beiden 30%-Pole, denn die 30% gibt es auch auf der anderen Seite. Ich bin jetzt Migrationsforscherin, wenn wir uns mal die Zahlen ansehen derjenigen, die dezidiert pro Migration sind und dezidiert dagegen, können wir sagen, es sind 30%, die auch für sich sagen würden, ich möchte definitiv in keinem anderen Deutschland leben, ich möchte mich nicht mehr in die 50er Jahre zurückdenken, wo alles noch sehr viel homogener war. Für mich ist dieses Deutschland bunt und es ist also ein starkes, offensives Bekenntnis dazu. 30% fühlen sich dadurch beängstigt oder unwohl oder möchten die Pluralität nicht und diese 40% oder sagen, rechnen wir mal ein Drittel, die dazwischen sind, sind eben, wie ich gesagt habe, tendenziell nach beiden Seiten hin mobilisierbar. Und ganz offensichtlich gelingt es dem rechten Rand im Moment oder recht deutlicher zu mobilisieren und zwar vor allen Dingen über diese Form von Verängstigung. Also Angst ist etwas, das in Momenten, in denen man unsicher ist, wenn man Ängste stärkt, ist natürlich die Partei, die dementsprechend Stärke, Macht inszeniert, und das ist ja auch eine Machtinszenierung, die dort passiert, ist dann quasi vielleicht ein eher anzulaufender Hafen als die andere Gruppe, die eher postmodern, alles geht, alles könnte nebeneinander stehen. Ich kann dir auch die Antwort nicht wirklich nennen oder so wie wir hier stehen und sagen, die Antwort darauf, wie wir die Worte oder die Sagbarkeitsgrenzen zurückbringen, kriegen wir nicht hin, maximal können wir Hinweise geben. Das ist natürlich ein sehr viel vorsichtigeres Herangehen und das scheint für Menschen in verängstigten Positionen nicht so attraktiv zu sein, die Vorsicht, wie dieses Bekenntnis dazu, ich habe Kraft und Stärke, komm doch zu mir. Ja, ich würde da gerne dran anknüpfen, weil das auch ein bisschen was mit der Frage zu tun hat, wie stark konzentriert sich auch die Presse auf solche Provokationen. Es geht ja einmal um Ängste, das ist das eine. Das andere ist dieses, gerade auch von Menschen, die eigentlich wirtschaftlich gut gestellt sind, ich werde nicht gehört. Also wer hört mich und was muss ich machen, damit ich gehört werde? Und das ist natürlich der einfachste Weg, sich jemanden anzuschließen, bei dem man davon ausgehen kann, dass er viel Gehör findet. Also Donald Trump ist dafür ein Beispiel. Der hat eine solche Aufmerksamkeit erzeugt, dass diejenigen Menschen, die davon ausgehen mussten, dass
Sie und Ihre Interessen nicht ausreichend gehört werden, wenn Sie sich ihm anschließen, irgendwo wahrgenommen werden. Und bei der AfD ist es ja auch so inzwischen, dass man davon ausgehen kann, dass Sie ganz gute Wahlergebnisse haben werden. Das heißt, man steht irgendwo mal auf der Gewinnerseite auch, auf der Seite, wo man es jemandem zeigen kann. Also ich habe auch selber mit vielen AfD-Wählern gesprochen, denen es eben vor allen Dingen darum ging, es eine Machtdemonstration zu vollführen. Und mit wem kann ich Macht demonstrieren? Natürlich mit dem, der sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt wo Wotan schon über Parteien gesprochen. Es ist ja auch so, dass die Volksparteien ja anscheinend eine ganz besonders in große Schwierigkeiten geraten. Wie beurteilen Sie die Lage der Volksparteien, gerade im Hinblick auf die Erstarkung von rechten Gruppierungen? Naja, die Lage der Volksparteien ist nicht gut. Sagen wir mal so, im Hinblick auf die CDU, bei der SPD muss man sagen, sie ist schlecht. Danke, dass Sie uns überhaupt noch Volkspartei nennen. Ja, also in Sachsen vermutlich kaum, aber wir halten das hoch. In der Republik insgesamt. In Sachsen und Bayern nicht. Ne? Also sozusagen, wenn es einstellig wird oder an der Kippe steht zum Einstelligen, dann glaube ich, kann man das nicht mehr sagen. Nun muss man sagen, die Geschichte der Bundesrepublik ist eigentlich geprägt worden durch Volksparteien, nämlich zwei Volksparteien, die ich das jetzt mal sozusagen für den Westen sage, DDR-Erfahrungen sind ja völlig andere, als Sammler von unterschiedlichen Gruppierungen in den 50er Jahren aufgetreten sind und dann gewissermaßen den Kompromiss unterschiedlicher Sichtweisen in sich ausgetragen haben. Also die CDU etwa hat den Bund der Heimatvertriebenen und Errechteten, BHE und anderes aufgesaugt. Die Sozialdemokraten haben sicherlich viele Stimmen, die nach dem KPD-Verbot sich überlegt haben, was sie denn überhaupt noch machen, mit der Zeit an sich ziehen können und so weiter und so weiter. Kurzum, die Geschichte der Volksparteien ist aufs Engste mit der Geschichte dieser erfolgreichen Demokratie verknüpft. Das unterscheidet im Prinzip die Bundesrepublik von der Weimarer Republik, wo man sagen kann, allein das Zentrum war eine Volkspartei, die Sozialdemokratie war eine Richtungspartei, sehr stark an Milieus gebunden. Und die zweite große Volkspartei in der deutschen Geschichte war die NSDAP, die gewissermaßen von dem eigentümlichen Sohn des Kaisers, Auwi, Brigadeführer der SA, bis hinunter zu durchaus proletarisierten Elementen gereicht hat. Nicht? In Berlin hat man gesagt, bestimmte Stürme der SA seien sogenannte Beefsteak-Stürme, außen braun und innen rot. Die waren vorher nämlich bei den Kommunisten und sind also dann, weil es in der Suppenküche der NSDAP oder der SA, mehr Fleisch in der Suppe oder so gab, übergelaufen. Nicht? Also wird eine Volkspartei. Insofern ist das Konzept Volkspartei ambivalent. Ab den 50er Jahren stabilisierend, davor, naja, Extremismus der Mitte und was man dazu alles sagen kann. Was im Augenblick das Problem ist, ist zu sagen, wir sind eine Gesellschaft mit einem starken Individualisierungsdruck. Das heißt, es ist ganz schwierig für Volksparteien programmatisch so unterschiedliche Einstellungen, Werthaltungen, Interessenstrukturen der Gesellschaft aufzugreifen, dass die Partei in der Lage ist, zwischen 35% und 40%, also mal in der alten Orientierung, zu versammeln. Das kann sie tendenziell programmatisch nicht mehr, sondern das kann sie nur noch durch eine Person. Das ist ja die interessante Beobachtung, nicht? Wie also so kurz in Österreich, der im Prinzip die ÖVP hinter sich gelassen hat und das Ganze auf seine Person zugeschnitten hat. Oder Macron in Frankreich als Beispiel dafür, hat aber eine hohe Kurzlebigkeit. Nicht? Frankreich kann man das sehen, es hängt alles dann letzten Endes an der Person und dem, was dann Glaubwürdigkeit heißt. Das heißt sozusagen, Vertrauen wird nicht mehr in eine Partei mit allem, was dazugehört, eingeschlossen Apparat, Vorsitzender auf der Ebene der Gemeinde etc. investiert, sondern in eine Gestalt. Das hat auch was mit dem Umbau des Mediensystems zu tun, die natürlich diese herausgehobenen Figuren permanent zeigen, während die Leute zu den Parteiversammlungen weniger
gehen. Das heißt, die kennen die teilweise gar nicht. Das sind strukturelle Faktoren, nicht? Und ich kann mir jetzt auch und will mir auch jetzt nicht den Kopf der Parteistrategen zerbrechen, das müssen andere hier auf dem Podium tun, zu überlegen, wie man das rückgängig machen wird. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer schauen, zwei Dinge festhalten können. Erstens, die Zeit der Mitgliederparteien ist vorbei. Oder jedenfalls das, was Mitgliederpartei heißt, ist nur noch das Skelett dessen, was früher quasi adipös dahergekommen ist. Nicht? Also sozusagen die Vorstellung, eine Million schaffen wir ja demnächst noch an Mitgliedern. Das war in Reichweite, das ist jetzt sozusagen oft mehr als halbiert. Das ist der eine Punkt. Mit Folgen dessen, dass der Einfluss gewissermaßen von Strategen und Werbeagenturen immer stärker wird und die Mitglieder immer weniger diejenigen sind, die die Wahlkämpfe tragen und auch angesprochen werden können. Und klar, das ist in den neuen Bundesländern noch ein viel stärkeres Problem als in den alten Bundesländern. Und zweitens, wir haben keine Situation mehr, in der man sagen kann, es gibt vielleicht, also in allen europäischen Ländern, zwei große Parteien, Partei der rechten Mitte, die Partei der linken Mitte und dann noch so ein kleines Zeigerchen in der Mitte, ob das jetzt Gelb, FDP oder Grün oder wie auch immer ist, die letzten Endes über Machtwechsel entscheidet. Nicht? Und wir dürfen ja nicht vergessen, der Bundesrepublik Deutschland ist der erste große Machtwechsel, der nicht durch geändertes Koalitionsverhalten der FDP zustande gekommen ist, die Bildung des ersten Kabinetts Schröder-Fischer gewesen. Das alles ist vorbei. Es werden völlig andere Koalitionen sein. Darauf, glaube ich, müssen wir uns einstellen. Das ist sozusagen die politikwissenschaftliche Prognose. Das heißt nicht, dass deswegen die Demokratie in der Krise ist, aber die Erwartungen, mit denen noch meine Generation groß geworden ist, wie Politik und das Parteiensystem funktioniert, die werden wir, glaube ich, ziemlich abspecken müssen. Als es um Parteien ging, hatten Sie schon gesagt, oder um Ängste ging, hatten Sie schon gesagt, ja, dass man nicht den Ängsten so hinterherreden darf. Welche Fehler oder gibt es denn Fehler, die Sie sagen, die großen Volksparteien gemacht haben, warum sie gerade so wenig Zustimmung haben? Wer ist jetzt angesprochen? Sie. Ich versuche das jetzt nochmal so in Richtung Weimar zu lenken frage mich, ob vielleicht die Beobachtung, dass plötzlich keine stabilen Koalitionen mehr zustande kommen könnten mit nur zwei Parteien, sondern dass man automatisch sich mit mehreren kleinen Parteien zusammentun muss und möglicherweise selbst drei nicht ausreichen. Und man, weil im Moment haben wir jetzt die AfD dazu bekommen, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter rausschauen, zum Beispiel in die Niederlande und auch in Belgien und in anderen, gibt es ja schon sehr viel mehr Parteien, die dort drin sind und auch im skandinavischen Raum sind sehr viel mehr Parteien als jetzt vier oder fünf. Und da ist es sehr viel schwieriger, wie wir sehen. Da braucht es zum Beispiel, wie gerade in Schweden, Monate, bis überhaupt eine Koalition zustande kommt, wenn man jetzt nicht mit der rechten Seite koalieren will. Und wir haben zum Beispiel in Italien gesehen, dass es eine ganz skurrile Koalition gegeben hat zwischen den sehr Rechten und den Fünf-Sterne-Bewegungen, die ursprünglich mal als sehr linke Parteien gestartet sind. Das gleiche auch bei Syriza in Griechenland zwischen der Goldenen Morgenröte, die eine klar faschistische Partei ist, und Syriza. Das heißt, wenn das Parteiensystem sich so auffächert, dass Koalitionen nicht mehr möglich sind, ist das natürlich für die Rechten eine Möglichkeit, darüber in Regierungsmacht zu kommen. Und da könnte man vielleicht auch noch mal eine Analogie lesen zur Weimarer Zeit. Wenn ich jetzt das aufnehme, was ich eben noch sagen wollte zu den Niederlanden, dann gibt es dort mittlerweile auch migrantische Parteien. Das ist etwas, was in Deutschland bis jetzt noch nicht passiert ist, weil in Deutschland die Grünen diese Position noch stark besetzen. Die SPD hat sehr stark die Migranten verloren, obwohl sie traditionell über Jahrzehnte die Partei war, die von Migrantinnen und Migranten gewählt wurde. Da hat es in den letzten Jahren starke Abwanderungen gegeben, da haben sich jetzt die Grünen stärker positioniert. Aber
es ist durchaus auch denkbar, die Gruppe wird immer größer. Es gibt immerhin mittlerweile 25% der Bevölkerung hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn die eine politische Stimme bilden, könnte eine noch zusätzliche Partei dazukommen. Das Ganze würde es nochmal erschweren. Und insofern denke ich, weil Ihre Frage an mich war, was könnten Volksparteien anders machen? Das macht das Ganze ja so schwer, dass man eigentlich, das war ja das Synonym für Volkspartei, dass man unterschiedliche Messages sendet an unterschiedliche Personen. Das wird aber heute immer schwieriger, weil dann der Vorwurf der Beliebigkeit sehr stark im Raum steht. Wenn man gleichermaßen versucht, auf der einen Seite die eher konservative Wählerschaft der Sozialdemokraten meinetwegen in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen und umgekehrt die jungen Hipster aus Berlin, dann findet man einfach nicht die richtige Sprache dafür. Und dann machen eben Parteien zunehmend diesen Punkt, dass die einen sprechen die einen und die anderen die anderen und dadurch entsteht eben mehr Parteien. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt direkt als Fehler lesen würde. Ich glaube, dass unsere Gesellschaften sind eben zunehmend spezialisiertere Gesellschaften. Das ist einfach so und dementsprechend braucht man auch wahrscheinlich spezialisiertere Angebote. Das macht aber die demokratische Zusammenkunft schwieriger, es sei denn, wir setzen auf das alte Instrument, was Sie zu Recht betont haben, dass es eben dann am Ende bei der Entscheidungsfindung doch wieder darum geht, Kompromisse zu finden. Achso, ich dachte, eine stechende Frage. Wie reagieren Sie denn auf die Herausforderungen, die Sie als Volkspartei gestellt werden mit der Zersplitterung in andere Parteien? Also zunächst bin ich der festen Überzeugung, dass diese Entwicklung ja nicht in Stein gemeißelt ist. Herr Professor Münkler hat es gesagt, ich glaube, dass die Bundesrepublik unheimlich davon profitiert hat, dass wir diese zwei starken Volksparteien hatten, die beide ihre Verdienste um die Entwicklung der Bundesrepublik hatten und sozusagen auch der Widerstreit dieser beiden Pole immer dazu geführt hat, dass in regelmäßigen Abständen Wechsel stattgefunden haben und dadurch auch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen und auch Dinge, die wir heute als selbstverständlich betrachten, beispielsweise der Beginn der Verständigung zwischen Ost und West oder dann auch die Wiedervereinigung, also alles Dinge, die inzwischen Historie sind, sozusagen in die Leistungsbilanz dieser Volksparteien fallen. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, an dieser Überzeugung und auch an dem Anspruch, diese Stärke jedenfalls näherungsweise zurückzugewinnen, auch festzuhalten. Da geht es möglicherweise nicht mehr darum, wie Helmut Kohl Ende der 70er Jahre knapp an der absoluten Mehrheit zu schrammen. Aber wir haben 2013 gesehen, dass sicherlich unter dem Zuhilfekommen verschiedener Sondereffekte die Union nach wie für über 40% gut ist. Und ich glaube, dass wir beim Zusammenkommen einer überzeugenden Persönlichkeit an der Spitze, und Politik kommuniziert sich nun mal sehr stark über Personen, das war in der Vergangenheit vielleicht weniger der Fall, aber ja nicht der Fall. Also auch da hat die Person der jeweiligen Spitzenkandidaten oder der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker auch schon eine große Rolle gespielt. Also das Zusammenkommen einer überzeugenden Programmatik, die auch bereit ist zu differenzieren im Sinne von, dass die Konzepte, die ich als Union beispielsweise, das ist für die SPD, die Linken oder die Grünen nicht anders, die in großen Städten richtig sind, nicht zwingend die sein müssen, die im ländlichen Raum funktionieren. Also auch mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Ich wehre mich immer dagegen, zu sagen, dass wir irgendwie die Partei der Dieselfahrer sind. Ich fahre selber Diesel, ich habe damit auch kein Problem, weil ich große Strecken zurücklege, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man eben in großen Städten, wenn man sich vornehmlich im städtischen Raum bewegt, natürlich auch einen attraktiven Fahrradverkehr und einen attraktiven ÖPNV braucht. Das schließt sich doch keineswegs aus. Also ich glaube, dieser Dogmatismus, den wir uns zum Teil selbst auferlegen, dass die einen sagen, ich muss jetzt zwangsweise das vertreten und die anderen, nur weil es die anderen anders sagen, jetzt zwangsweise das. Das ist natürlich der Tod für jede Art von Volksparteigedanke. Ich glaube, wenn wir in der Lage sind, diese Dinge zu versöhnen, auch deutlich zu machen, dass es beispielsweise bei Fragen des Braunkohleausstiegs natürlich auch um Umweltschutz geht, aber nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um eine Frage von Strukturpolitik, von Wirtschaftspolitik, auch von sozialem Zusammenhalt in den jeweiligen Regionen und das eben auch innerhalb der Parteien zum Ausgleich zu bringen. Und ich glaube, das war ja das konstituierende Element von Volksparteien, dass man die Kompromisse sozusagen innerparteilich vorweggenommen hat, dass man in der Lage war, gesellschaftliche Grundfragen innerparteilich zu versöhnen. Wenn das wieder mehr gelingt, dann glaube ich auch, dass Volksparteien eine Zukunft haben. Aber ich glaube, dass
dass das, was gerade im Moment passiert, das Irritierende, dass eben Personen, wie Sie haben es eben genannt, Trump zum Beispiel, auftauchen, an ihren Parteien vorbei, plötzlich die Parteien, die Volksparteien als Altparteien, als Langweiler, als politisch Korrekte, die sich nicht inszenieren, dass das einen unglaublichen Druck ausübt auf die Volksparteien in irgendeiner Form, entweder auch Provokationen zu äußern oder eben auch nach schillernden Personen zu suchen. Aber das Interessante bleibt ja, dass diese Provokation, diese Personen können sich ja alles leisten. Also wenn wir uns ansehen, wie das bei Donald Trump passiert, ist Momente, wo wir dachten, oh, jetzt ist es wirklich vorbei. Kurz vor der Wahl, als dann dieses Tape rauskam mit diesem Grab them by the pussy und man dachte, boah, der hat jetzt aber verloren, dann sieht man ganz im Gegenteil, das ist ja das interessante Phänomen, was man so schlecht begreift, dass ganz im Gegenteil genau das diese Beliebtheit plötzlich ausmacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Weimarer Republik nicht so war, dass die Menschen nicht erkannt haben, dass so jemand wie Hitler und die anderen doch schon sehr krude Sachen gesagt haben. Und dass offensichtlich genau je kruder sie wurden, desto mehr haben die Menschen sie gewählt. Und ich versuche mir das so zu erklären wie eine bestimmte Schamgrenze. Man schämt sich vor etwas, aber ab dem Moment, ab dem man diese Schamgrenze überwunden hat, hat man sowas wie so ein Befreiungsrausch regelrecht. Ja, das ist, wahrscheinlich ist das auch bei Tötungsdelikten. Es wird ja manchmal von Soldaten gesagt, dass der erste Mord oder wie auch immer wir das jetzt nennen, der ist, der am schwierigsten ist, und dass danach manche von einem regelrechten Rauschzustand erfasst sind. Und vielleicht ist diese Überwindung von Schamgrenzen etwas, was wir spüren können kollektiv. Das können wir auch an anderen Sachen sehen. Ich meine, nicht umsonst sind die Sendungen, die wir haben, die am meisten Zuschauer bekommen, welche, die mit ganz viel Scham übertritten, bekraftet sind. Dschungelcamp oder sowas, da sitzt man da, schämt sich die ganze Zeit und bleibt trotzdem hängen. Und das Gleiche überträgt sich offensichtlich auf Politiker. Also das ist dann eine schlechte Zeit für Sie, wenn Sie darauf reagieren müssen. Ja, okay. Sagen Sie mal, dann mache ich mir eine Frage nachher. Okay, also es waren ja die SPD und die CDU angesprochen im Umgang damit, deswegen würde ich es noch komplettieren wollen, obwohl wir den Status Volkspartei hier in Sachsen jetzt ja nicht mehr, zumindest offiziell bescheinigt, nicht mehr haben, aber wir kämpfen weiter. Also ich denke, dass die SPD gerade das Umgekehrte erlebt von dem Phänomen Donald Trump. Also der kann ja machen, was er will, und es ist trotzdem toll. Oder auch bei der AfD sieht man das zum Beispiel, was es da für Skandale gibt, was es für schlimme Äußerungen von AfD-Abgeordneten gibt, wo man eigentlich denkt, oh, wenn man sowas liest, darf doch eigentlich kein Mensch mehr diese Partei wählen. Macht aber nichts, ist irgendwie egal. Bei der SPD ist es gerade umgekehrt. Also die kann im Guten gerade machen, was sie will, und es ist auch egal. Und ich glaube, dass das ist dann, weil Wahlkampf ist, obwohl der noch gar nicht ist, aber oder weil es Andrea Nahles ist. Es ist ganz, ganz schwierig im Moment, und ich glaube, dass unsere Partei am meisten da verloren hat, nicht da, wo sie ihre Positionen gezeigt hat, sondern da, wo sie sie nicht bis zum Ende durchgezogen hat. Und das bedauere ich sehr, weil ich glaube, die SPD hat ganz oft Angst, ihre Positionen mit ihren Positionen irgendjemand zu verprellen, und das müssen wir nicht haben. Also das finde ich total unnötig. Man muss sich, glaube ich, auch bei 10% in Sachsen da keine Platte mehr machen, wen man da verprellt. Man muss es halt nur mal durchziehen, und man muss es halt bis zum Ende durchziehen. Und was, glaube ich, fehlt für viele Menschen, ist diese Verbindlichkeit an Politik. Wenn ich die jetzt wähle, dann machen die das, und das ist deren rote Linie. Und diese rote Linie hat die SPD halt leider häufiger überschritten, Stichwort Große Koalition. Da wurde vorher gesagt, wir machen das nicht, dann wurde Mitgliederentscheid gemacht, dann hieß es ja, wir machen es jetzt doch. Das ist ein Glaubwürdigkeitsverlust, den man da erleidet. So. Aber das ist doch ein Lernergebnis aus der Weimarer Republik, nicht? Wo man, glaube ich, wegen einem Pfennig der Sozialversicherung diese Koalition des Kabinetts Müller hat platzen lassen, mit dann dem Weg zur NSDAP. Ich meine, wenn wir über Analogien sprechen, müssen wir natürlich immer auch daran erinnern, die Katastrophe von 30 oder 33 oder 45, die sitzt natürlich in den Köpfen drin. Und dass die Sozialdemokratie
dazu zu bringen war, nach dem Scheitern von Jamaika doch in diese Koalition einzutreten, hat etwas damit zu tun, erstens, dass Steinmeier als Parteimitglied die Genossen am Portepee gefasst hat und zweitens, dass er natürlich auch unter Verweis auf Weimar argumentieren konnte, nicht? Und sagen konnte, Leute, macht nicht zum zweiten Mal diesen Scheiß und haltet euch fern und provoziert Neuwahlen, bei denen ihr dann noch schlechter dasteht und die Rechtspopulisten werden noch stärker. Das heißt sozusagen, es gibt auch eine Erinnerung an Weimar, die Parteien in die Pflicht nimmt. Ja, und das finde ich im Prinzip ja nicht schlecht. Also rein verantwortungsethisch argumentiert ist das richtig, gesinnungsethisch ist das schon ein Problem. Also ich will vielleicht auch noch mal zwei Sätze dazu sagen, weil ich hatte gerade im Nachgang der Bundestagswahl 2017 irgendwie kurzfristig das Gefühl, dass die einzige Partei, die noch regieren möchte in Deutschland, tatsächlich die CDU war. Und ich glaube, das ist in der Demokratie... Es ist in der Demokratie natürlich immer schwierig, wenn ich zur Wahl antrete und eigentlich vorneweg sage, ich regiere nur dann, wenn ich 100% der Parlamentsmandate habe, weil ich dann zu 100% in der Lage bin, das durchzusetzen, was ich möchte. Und das wird nicht funktionieren. Also man hat es bei der FDP gesehen, die im Prinzip ohne jeden triftigen Grund ausschließlich zum Zwecke der Selbstprofilierung die Jamaika-Verhandlungen hat platzen lassen, sich dann hingestellt hat und gesagt hat, besser gar nicht regieren als schlecht. Ich sag mal, wer sich ein ganz klein wenig umhört, wird festgestellt haben, dass, ich sag mal, die FDP die Partei war, die eben neben Schwarz-Weiß-Fotos des Vorsitzenden halt vergleichsweise wenig zu den Koalitionsverhandlungen beizutragen hatte. Das heißt, auch die wenigsten inhaltlichen Gründe hat sie scheitern zu lassen. Und natürlich war es dann auch ein Ausdruck von staatspolitischer Verantwortung. Das ist natürlich für eine Partei ab und an schwierig, dass die SPD gesagt hat, auch wenn wir vorher gesagt haben, wir wollen eigentlich nicht mehr regieren, was ich grundsätzlich für unklug gehalten habe, aber sei es drum, dann trotzdem in die Regierung zu gehen, weil der Sinn einer Bundestagswahl ist dann eben im Ergebnis das Zustandekommen einer Bundesregierung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es eben Populisten stärkt, wenn Demokraten nicht mehr bereit sind, Kompromisse zu machen und zu sagen, wir bilden eine Regierung. Weil das ist aus meiner Sicht jedenfalls eine der zentralen Elemente der Demokratie in der Bundesrepublik gewesen, dass Bundestagswahlen im Nachgang auch zu Regierungen geführt haben und auch zu Regierungen, die von einer Mehrheit des Parlaments getragen wurden. Ich halte auch von solchen Spielereien wie Minderheitsregierungen persönlich gar nichts, weil ein Land in der Mitte Europas als zentrale Macht in der EU und auch als führende Macht in der NATO sich das schlicht und ergreifend nicht leisten kann. So, jetzt mal doch schon ein bisschen bei Wahlkampf angelangt. Ich möchte aber gerne versuchen, weil ich glaube, dass das eine kluge Idee ist. Frau Vogel hatte ein bisschen gesagt, wie kann das eigentlich sein, dass Leute wie Trump und die Rechtspopulisten, die eigentlich immer Sitze rausbringen, wo man dann eigentlich denkt, Mensch, jetzt müsste doch mal Schluss sein und die Leute wählen sie immer noch. Da erinnere ich mich daran, was Herr Professor Münkler am Anfang gesagt hat von der Debatte, nämlich, dass es die Aufgabe von Demokratie, von Gesellschaft ist, das Volk, die Menschen in Bürger zu verwandeln. Kann sein, dass Länder wie Amerika oder vielleicht jetzt auch in Teilen Deutschlands, wo radikale Kräfte erstarken, dass wir einfach in dieser Erziehung versagt haben? Ja, also das war ja vorhin schon ein bisschen gewissermaßen der mitlaufende Unterton dessen, was ich gesagt habe. Und in den USA in ganz anderer Weise erst recht. Also man kann vielleicht sagen, das Problem bei Trump war, dass die Republikanische Partei, zu sagen, die Elite dieser Partei, die Parteiaristokratie, es zugelassen hat, dass gewissermaßen nicht mehr einer der erfahrenen Politiker als deren Kandidat angetreten ist, sondern jemand, von dem man sagen konnte, wenn man ihn einigermaßen beobachtet hat, wenn der das ernst meint, dann kann man nur sagen, der ist durch den Wind. Ne? Und alles, was wir inzwischen erfahren haben, sind ja, also es ist eine Katastrophe für die Republikanische Partei, was da passiert. Und die Administration ist verzweifelt bemüht, irgendwie einzufangen, was der so anstellt. Nun würde ich aber sagen, Trump in den USA ist für uns das wichtigste Beispiel, weil in weitem Hinsicht Westeuropa und Deutschland in hohem Maße von den USA abhängen. Aber wir haben doch auch noch Duterte oder Bolsonaro oder
könnte man auch sagen, Erdogan und Putin, die sich ja zurzeit ganz gut verstehen, derlei mehr. Das heißt, wir gehen im Augenblick in eine politische Welt hinein, in der, wenn man sagen kann, über mehrere Jahrzehnte waren die Konstellationen dadurch geprägt, dass großräumiger gedacht wurde und nicht in sehr engen Grenzen. Zweitens, dass langfristig gedacht wurde und nicht kurzfristig. Und drittens, dass rational argumentiert wurde und eigentlich parlamentarische Demokratie dahingehend funktioniert hat, dass emotionale Aufwallungen nur eine nachgeordnete Rolle spielen. Ich das so sage, kann ich sagen, im Augenblick ist das Gegenteil. Nicht? Sozusagen eine Fixierung auf relativ viele Grenzen und Mauern, wo auch immer, also auch bei Trump, eine ausgesprochen kurzfristige Politik. Also der Sicherheitsberater von Carter, Zbigniew Brzezinski, das ist der, der am Khyberpass mal mit der AK, also Automat Kalaschnikow, gestanden hat und sozusagen Unterstützung der Taliban zum Ziel hat, hat gesagt, die gefährlichste Koalition für die USA ist eine Koalition zwischen China, Russland und dem Iran. Ich kann nur sagen, die Regierung Trump hat in den letzten Monaten alles dafür getan, um dieses Worst-Case-Szenario weltpolitischer Art zu generieren. Das heißt sozusagen mit emotionalen Reaktionen und den entsprechend aufgefütterten Wählern, okay, jetzt machen wir da Sanktionen, jetzt machen wir da was, nicht? Keine Linie. Also wenn man das so alles zusammenzieht, dann kann man ja vielleicht jetzt auch sagen, Deutschland ist noch ein relativer Hort der Ruhe und der Bedachtsamkeit, was nicht zuletzt mit der Kanzlerin zu tun hat, die jetzt gerade sich im allmählichen Abgang befindet. Und wenn Deutschland, Weimarer Republik, nicht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen der Unruhestifter gewesen ist, sind wir zurzeit so eher etwas wie der melancholische Ruhestifter. Sind denn mit den Veränderungen innerhalb der Gesellschaft, ist denn die repräsentative Demokratie noch zeitgemäß? Ist sie die richtige systemische Antwort auf die heutigen Fragen, wenn Sie sagen, es wird alles schneller, direktere Entscheidungen? Oder ist es eigentlich jetzt an der Zeit, dass man mehr direkt demokratische Instrumente einführt, wie es andere Parteien schon fordern? Also man kann ja nicht unbedingt überzeugt sein, dass Referenden gute Ergebnisse hervorbringen. Nicht? Die Briten, die sitzen jetzt in dem Loch, das sie sich selber gegraben haben und kommen nicht raus. Und als jemand, der seit mehr als einem Vierteljahrhundert in Berlin wohnt, kann ich nur sagen, das Referendum, das über das Tempelhofer Feld, Frage Bebauung oder Nichtbebauung angestellt ist, ist eine der idiotischsten Entscheidungen gewesen, die es gibt, weil man, wenn man das bebaut hätte, nun wirklich aufgrund der Verkehrsanbindung, der Kanalsysteme etc. relativ schnell etwas gegen den Anstieg der Mietzinsen hätte machen können. So, hätte das Abgeordnetenhaus damals gesagt, nee, Tempelhof bleibt also Hundekacke-Abwurfplatz, dann hätten die zwei Jahre später unter den Bedingungen der sich verändernden Mietsituation sagen können, berühmtes Adenauer-Zitat, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern, und hätten das zurückgenommen und man wäre dort längst einen Schritt weiter. Da es aber nun mal ein Volksentscheid war, ist das so ohne weiteres nicht möglich. Das heißt sozusagen, Volksentscheide sind nicht unbedingt ein Instrument, die Klugheit des Volkes ins Spiel zu bringen. Und wenn man sagt, ja, aber die Schweiz ist eine Ausnahme, dann muss man sagen, aber die Schweiz lässt auch über Fragen abstimmen, die ausgesprochen kompliziert sind, nicht? Mein Kollege Ricklin, der mal Rektor der Universität St. Gallen war, hat mir damals ausführlich erläutert, dass er mit den Ausbauplänen der Universität demnächst vors Volk muss. Das heißt, er musste dort Bauplanungen sogar verabschieden lassen. Da gibt es keine hohe Wahlbeteiligung dabei. Wenn die 30-40% haben, dann ist das schon gigantisch. Aber das hat zur Voraussetzung, dass die Leute sich einarbeiten, richtig sich Mühe machen. Diesen pädagogischen Effekt, ja, politikpädagogischen Effekt, jetzt guck dir das auch mal an, ja, du Bürger, den finde ich gut.
Das heißt sozusagen, wenn Veränderungen eintreten, dann sollte man das auf solchen konkreten, räumlich bezogenen Fragen, wo diejenigen, die sich dafür oder dagegen etwas entscheiden, dann auch die Folgen ihrer Entscheidung zu tragen haben, anfangen. Das steigert sozusagen Reflexivität. Aber so große Fragen, nicht, wie sie da jetzt vor einiger Zeit in Ungarn veranstaltet worden sind oder derlei mehr, das sind eigentlich unsinnige Fragen. Das sind Referenden oder Volksabstimmungen, wie sie mit Verlaub die NSDAP auch gerne und immer wieder durchgeführt hat. Und deswegen gibt es sozusagen in Deutschland eigentlich, finde ich, eine Vorstellung, da haben sich unsere Eltern und Großeltern schon mal ordentlich die Finger dran verbrannt. Wir müssen das nicht wiederholen. Mit Blick auf die Uhr Richtung Ende unserer Debatte möchte ich eigentlich nochmal über, Herr Dirks hat schon angesprochen, über Grenzen, über die Grenzen unserer Demokratie, über wehrhafte Demokratie sprechen. Frau Fothorn, welche Instrumente haben wir denn eigentlich als wehrhafte Demokraten und sind diese eigentlich noch zeitgemäß, um auf die jetzigen Gefahren von Demokratie? Punkt. Naja, wir haben ja heute eigentlich so ein Leitmotiv durch die Diskussion gezogen und das ging sehr stark in Richtung demokratische Erziehung, wenn man so möchte, und dieses tagtägliche Erlernen dessen, was eigentlich ein Leben in einer Demokratie auch an großen Herausforderungen für einen selbst bedeutet. Man hat fast das Gefühl, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten alle so sicher waren und das Gefühl hatten, einmal in einer Demokratie geboren zu sein, befähigt einen schon dazu, ein guter Demokrat oder eine gute Demokratin zu sein. Und offensichtlich ist es nicht der Fall. Bestimmte Dinge muss man erlernen und bestimmte Dinge wissen wir überhaupt noch gar nicht, wie anstrengend Demokratie ist. Und ich glaube, dass viele Faktoren dessen jetzt im Moment so zur Aushandlung stehen. Wenn wir uns überlegen, dass unsere Demokratie bestimmte Grundsätze festgeschrieben hat und Grundrechte festgeschrieben hat, so ist eines der Grundrechte, pick mal eins heraus, Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz. Und dieser Gleichheitsgrundsatz besagt schon seit 1949 zum Beispiel, die Rechte der Frauen sind den Rechten der Männer gleichgestellt. Jetzt heißt das aber noch lange nicht, wenn so etwas in der Demokratie festgeschrieben ist, als normativer Grundsatz, dass das dann auch in der empirischen Realität so ist. Bis 1976 mussten die Frauen ihre Männer fragen, ob sie arbeiten gehen können. Das heißt, da stand ein normativer Grundsatz, und dann begannen die Aushandlungsprozesse, um das dem Ganzen anzugleichen. Und ich glaube, wir befinden uns mittendrin in diesen Aushandlungsprozessen. Den Menschen ist auf der einen Seite bewusst, sie wissen, was das ist, auf der anderen Seite wissen sie nicht, was für Konsequenzen zum Beispiel dieser Gleichheitsgrundsatz, der in der nächsten Passage sagt, kein Mensch darf aufgrund seiner Herkunft, seiner Rasse, seiner Religion, seiner sexuellen Identität etc. benachteiligt werden, steht auch in dieser Verfassung. Jetzt kommen zunehmend Gruppen, die bis jetzt marginalisiert und benachteiligt waren und sagen, das steht aber in der Verfassung und laut meiner Quote in der Gesellschaft fühle ich mich nicht angemessen repräsentiert. Zu Recht, ja. Also das heißt, wir sind 50% Frauen, aber nur 30% im Bundestag. Wenn Rita Süssmuth sagt, Quote ist gestern gewesen, jetzt möchte sie Parität, dann können sich alle hier im Raum schon mal vorstellen, wohin die nächsten politischen Debatten führen. Und das wird zu Konflikten führen. Das Gleiche passiert mit Migrantinnen und Migranten, die sagen, wir sind 25%, aber nur 8% im Bundestag. Das wird nicht lange so ausgesprochen hingenommen. Es wird Konflikte geben, weil wir diese Gleichheit verlangen. Das Gleiche ist mit der Frage von Ostdeutschland. Wir wissen und wir kennen die Zahlen, 2,8% Ostdeutsche in den Eliten der Bundesrepublik. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Die Menschen sind auf der einen Seite sensibilisiert und wissen, was ihre Rechte ist, und wir tun auch unseren Beitrag dazu als empirische Sozialwissenschaftlerin. Wir füttern die Menschen mit Zahlen und zeigen die Ungleichheit auf. Und wir wissen zwar auch, dass viele unserer Zahlen nicht durchgehen, aber diese Zahlen, die korrelieren auch mit dem Gefühl. Nämlich, es ist nicht nur ein Gefühl, nicht repräsentiert zu sein, es ist handfest empirisch nachweisbar. Also entstehen Aushandlungskonflikte. Und diese Aushandlungskonflikte, damit sind wir derzeit ganz massiv konfrontiert. Und die können unsere Demokratie in eine krisenhafte Situation
Position bringen, weil die, die in Position sind, geben natürlich nicht freiwillig ab. Und wir erkennen, dass diejenigen, die jetzt abgeben müssten, sich neu formieren. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen nochmal, um die Analogie nochmal zu den Weimarer Zeit zu machen, diese ganze Verunsicherung, die durch diese Vielfalt, Herr Münkler hat eben diese Roaring Twenties genannt, ja, diese Zeit, wo plötzlich sich alles nebeneinander den Anspruch hatte, gleichberechtigt gesehen zu werden, wo man sich sehr viel mehr Sichtbarkeit, wo auch viele Fragen von Homosexualität, Multireligiosität, alles das war ja damals auch gesellschaftlich sehr stark da und wurde von einem großen Cut der Vereindeutigung durchbrochen. Und irgendwie finde ich, dass wir das jetzt so ein bisschen damit vergleichen können. Wir haben eine große Zeit der postmodernen Anything Goes, alles kann nebeneinander bestehen und hat auch die Legitimität zu bestehen. So die letzten Jahrzehnte sind wir die durchschritten und durchgangen. Und jetzt kommt eine große Vereindeutigungsmaschinerie, die sagt uns, hier, wir zeigen euch wieder, wie ihr aus diesem ganzen Kuddelmuddel durcheinander Unordnung herauskommt. Und nicht von ungefähr haben Sie gesagt, die Personen, die verantwortlich gemacht wurden damals, waren die Frauen, die Juden und die Sozialisten. Wir sehen ja auch, dass die ganzen Rechtspopulisten diese drei Figuren wieder aufgreifen. Nicht Frauen, aber Gender-Gaga. Nicht Sozialisten, aber Kosmopoliten, diejenigen, die sozusagen Vaterlandsverräter sind, weil sie nicht auf Heimatgrund und Boden setzen, sondern möglicherweise auch anderswo zu Hause sind, und die Muslime. Das sind drei große Angriffspunkte der rechten Formationen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit, wenn wir auch auf Trump gucken. Es sind diese drei Formen und die stehen ja auch nicht von ungefähr für eine Pluralisierung von Gesellschaften. Und ich denke, dass wir hier mit diesem Kernkonflikt eben konfrontiert sind, den wir wieder auch mit Weimar vergleichen können. Ich komme noch mal kurz auf wehrhafte Demokratie. Ein Instrument, was wir haben, ist zum Beispiel ein Parteiverbotsverfahren, was auch jetzt bei der NPD angestrebt wurde, wo die Richter ja eigentlich gesagt haben, ja, wir sehen da schon ein, dass die NPD gegen die Demokratie arbeitet, Demokratie auch zersetzt, aber wir verbieten die Partei trotzdem nicht, weil wir es nicht für wahrscheinlich halten, dass sie es auch wirklich durchziehen kann. Hat sie dieses Urteil, Herr Dirks, überrascht? Und welche Konsequenzen ziehen Sie daraus für sich als Politiker? Ich glaube, die eine Seite ist sozusagen dieses Verbotsverfahren, das ich persönlich nach einigem sehr intensiven Nachdenken und auch in der Frage hin und her schwanken persönlich für richtig gehalten habe. Und das andere ist die Frage, was verspreche ich mir von einem solchen Verbotsverfahren? Also glaube ich tatsächlich, dass wenn ich die Partei verbiete, wenn ich sie sozusagen von Strukturen, von Finanzierung und Ähnlichem abschneide, dass ich damit das Problem löse. Und ich glaube, das ist eigentlich die entscheidende Frage, vor der wir stehen. Also ich fand es jetzt persönlich als Nicht-Jurist auch ein bisschen verstörend, dass man gesagt hat, die NPD ist zwar staats- und verfassungsfeindlich, aber da sie derzeit nicht über die Mittel verfügt, das auch tatsächlich realistisch anzustreben, verbieten wir sie nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn wir sie verboten hätten, dass uns das ja nicht von der gesamtgesellschaftlichen, sehr langfristigen Aufgabe entbindet, mit diesen Phänomenen umzugehen, die dahinterstehen. Es gibt ja durchaus Politikwissenschaftler, die gesagt haben, eigentlich konnte die Bundesrepublik froh sein, so ein verbrauchtes, unattraktives Label NPD als einzig rechte Partei zu haben, das im Prinzip kein halbwegs bei Verstand befindlicher Mensch wählt und damit eigentlich so eine Brandmauer gezogen hat. Und wir jetzt gleichzeitig mit der AfD offensichtlich eine Partei haben, bei der es diese Berührungsängste so nicht mehr gibt. Also insofern, ich denke schon, dass das Parteiverbot in letzter Konsequenz ein Mittel der wehrhaften Demokratie sein muss, aber dass uns Parteiverbote nicht der Probleme entledigen, über die wir gerade sprechen. Und wenn ich noch mal kurz hier reagieren darf, ich glaube, dass gesetzliche Quotierungen am Ende nicht zu einer gesellschaftlichen Befriedung beitragen. Ich glaube schon, dass wir als Parteien auch im demokratischen Wettbewerb großes Interesse daran haben, uns die Frage zu stellen, repräsentieren wir unsere Wählerschaft in ausreichend attraktiver Art und Weise? Das heißt, bringen wir die gesellschaftlichen Gruppen und die Menschen sozusagen zur Wahl oder stellen die zur Wahl, die der Wähler tatsächlich haben möchte? Aber ich würde diese Entscheidung ungern dem Gesetzgeber überlassen, wen wir dann letzten Endes aufstellen.
vorstellen. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendetwas zur Befriedung dieser Gesellschaft beitragen, weil wenn wir über eine Parität zwischen Männern und Frauen sprechen, dann könnte ich jetzt als Anfang 30-jähriger Mann auch sagen, alte Menschen sind im Parlament zumindest strukturell deutlich überrepräsentiert oder bestimmte Berufsgruppen, beispielsweise Juristen und öffentlich Bedienstete. Also die Frage ist, wie fein ausdifferenziert wollen wir es denn dann am Ende machen? Also ich sehe einfach nicht, wo wir da die Grenze ziehen wollen, wonach dann sozusagen die absolute Repräsentanz hergestellt ist. Also ich denke nicht, dass wir damit auch nur einen Schritt weiterkommen. Ganz kurz. Wir verlassen zwar jetzt den Raum von Werferdemokratie, aber es ist spannend genug, das was. Ich sage Ihnen nur, ich bin damit sehr oft konfrontiert, weil die Menschen, denen man das dann vorschlägt, dann immer sagen, wie weit sollen wir denn noch gehen, wenn wir jetzt die Frauen quotieren und die Migranten quotieren, dann kommen noch die Ostdeutschen, dann kommen die Behinderten, dann kommen die Schwulen und dann sage ich, ja genau, dann kommen die. Sie schaffen das innerhalb ihrer Parteistrukturen nach Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen zu quotieren und dementsprechend aufzustellen. Das machen sie im Präsidium und das machen sie in den Strukturen. Da haben sie also auch schon Quotierungserfahrung. Und insofern, man müsste einfach überlegen, wie lange das gut geht, wenn dauerhaft ein großer Prozentsatz der Bevölkerung nicht angemessen in demokratischen Strukturen vertreten ist. Und wir erkennen jetzt, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr bereit ist, das hinzunehmen. Und ich erkläre mir damit auch sehr stark Unzufriedenheit in Ostdeutschland und halte das auch für richtig, dass diese Unzufriedenheit sich jetzt artikuliert. Und wenn Sie mich fragen, ich wäre auf jeden Fall in diesem Zuge auch für eine Quotierung für Ostdeutsche, genauso wie ich für eine Quotierung für Migranten bin. Ich glaube, man muss das über die Zeit, man kann sagen, wir probieren das 2 Legislaturperioden aus und stoppen das und gucken, wie weit das angezogen ist. Aber wir wissen aus der Frage der Frauenquote, dass kein Mensch freiwillig Platz schafft, damit diese Quotierung sich von alleine ergibt. Ich würde Herrn Münkler gerne mal das Wort geben. Aber liebe Frau Vorutan, dass der Bundestag jetzt in seiner Zusammensetzung nach 2017 weniger Frauen hatte als der vorangegangene Bundestag, hat einen einfachen Grund. Das ist der Einzug der AfD-Fraktion, die mit Ausnahme von 2, 3 Galionsfiguren, also von Alice Weidel, ja, wenn Sie sozusagen gucken, das sind nur Männer, die da sitzen, nicht? In den anderen Parteien haben sie das. Das ist der eine Punkt. Das heißt, hier hat im Prinzip eine offenbar frustrierte Wählerschaft nur Männer gewählt. Die hätten ja die Option gehabt zu sagen, nö, die wählen wir nicht, sind keine Frauen dabei. Der zweite Punkt ist, sie müssen natürlich relativ große Parteien haben, die Aussicht haben, möglichst viele Abgeordnete ins Parlament zu bringen. Schaue ich hier wieder die Frau von der SPD an. Damit sie überhaupt eine Quotierung vornehmen können, nicht? Je kleiner die Parteien werden und desto kleiner die Zahl ihrer potenziellen Abgeordneten, desto weniger können sie quotieren. Dann können sie vielleicht sagen Männer und Frauen. Naja, ja, okay, die Grünen also quotieren schon immer. Ja. Schon als sie 5%. Wenn sie eine größere Tiefe haben wollen, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Nämlich entweder es bilden sich dann Parteien für diejenigen, die sonst nicht dabei wären. Oder aber sie brauchen eine richtige, starke Partei, die gewissermaßen das durchquotiert. Und insofern finde ich diese Überlegung zur Quotierung eigentlich angemessen für die Zeit, als es 2 große Volksparteien mit tendenziell 45% gegeben hat, die den Anspruch erhoben haben, die ganze Bevölkerung tendenziell zu repräsentieren. Und dann hätte man auch quotieren müssen. Aber diese Diskussion kommt jetzt irgendwie 30 Jahre zu spät. Okay, im Sinne der Gleichberechtigung sage ich nochmal, lassen wir Frau Kliese noch was zur Quotierung sagen und dann machen wir nochmal einen letzten Exzerpt zu Werfte Demokratie. Gut, ich fasse mich kurz. Also man kann das sehr schön sehen im Sächsischen Landtag, wenn man beispielsweise die CDU-Fraktion sieht, das ist so eine Wand aus dunklen Anzügen. Die sind groß genug, die könnten alles Mögliche quotieren. Machen sie vielleicht auch innerhalb des männlichen Spektrums, aber was Frauen angeht, halt doch deutlich zu wenig. Also es hat offensichtlich auf eigenen Anreiz, und das ist ja immer das, was wir viel schöner finden, die Menschen müssen befähigt sein, das von selber zu erkennen, und das ist dann viel besser, finde ich persönlich auch viel besser. Es hat halt einfach leider nicht funktioniert. Ich würde dann aber trotzdem vielleicht noch 2 Sätze dazu sagen. Ich meine, es ist...
Wir haben ja dummerweise in Deutschland ein Wahlsystem, sowohl bei Bundestagswahlen als auch bei Landtagswahlen, das nicht unwesentlich über das Zustandekommen gewonnener Direktmandate sich sozusagen dann die Parlamente zusammensetzen. Und wenn ich als Partei natürlich ausschließlich Listenmandate gewinne, dann ist es zumindest rein systematisch vergleichsweise einfach zu quotieren, wobei auch da stößt man an Grenzen, weil man dann feststellt, dass der ein oder andere trotz falschen Geschlechts vielleicht gar nicht so schlecht ist und man den gerne auch im nächsten Parlament wieder dabei hätte, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Wenn ich 60 Wahlkreise habe, die zu unterschiedlichsten Zeiten nominieren, dann ist es halt unheimlich schwierig, das mit irgendeiner Art von Quotierung, selbst mit einem Gesetz, durchzusetzen, dass am Ende, vor allen Dingen ohne, dass ich weiß, welche Wahlkreise ich am Ende tatsächlich gewinne, weil das kann ich selbst als Union in Sachsen nicht voraussehen, dann tatsächlich dazu zu kommen, dass wir ein quasi quotentechnisch einwandfreies Parlament haben. Das funktioniert in der Praxis schlicht und ergreifend nicht. Also für den Anfang würde ja Frauenförderung jetzt reichen. Jetzt wäre ganz gut, jetzt machen wir nochmal. Das ist Ihre Partei, die vor allen Dingen auf die Frauenquote in den letzten Jahren gesetzt hat. Insofern werden Sie da wahrscheinlich irgendwann innerhalb Ihrer Partei eine singuläre Stimme haben. Denn wenn wir uns ansehen, dass es von Frau Süssmuth kommt, von Frau Merkel kommt und von Frau Kamm-Karrenbauer kommt und auch Christina Schröder hat als erste Vorstellung zur Frauenquote reingesetzt. Also insofern glaube ich, dass da sich Sie wahrscheinlich vielleicht Ihre Position in den nächsten Jahren noch ändern können. Ich glaube, dass Sie mich schlicht und ergreifend missverstehen. Wir haben gerade als Sächsische Union eine Landesliste aufgestellt, auf der bis Platz 20 jeder zweite Platz mit einer Frau besetzt ist, aber eben nicht aufgrund einer gesetzlichen Regelung oder eines Paritätgesetzes, sondern aufgrund der freien Entscheidung der Mitglieder. Und ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Wenn ich als Partei die Notwendigkeit erkenne, weil ich attraktiv sein möchte für meine Wähler und für die gesellschaftlichen Gruppen, die ich mich unterstütze und das tue, dann befürworte ich das zutiefst. Aber ich glaube nicht, dass eine gesetzliche Regelung, die am Ende so ausdifferenziert sein müsste, um die tatsächliche, sagen wir mal, Heterogenität dieser Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen, letzten Endes auch jeden Entscheidungsspielraum für demokratische Parteien nehmen würde, darüber zu entscheiden, wer als Spitzenpersonal die Partei in die Wahlkämpfe führt. So. Sehr interessant. Vielleicht sollten wir mal ein Tacheles zu Quoten machen, von Sinn und Nutzen von Quoten. Ich lade Sie dann gerne nochmal wieder ein, sind Sie so leidenschaftlich dabei gewesen. Ich komme jetzt nochmal, letzten Endes nochmal zurück auf die wehrhafte Demokratie mit einer letzten Frage an Herrn Münkler und dann noch eine Abschlussfrage an alle. Sind wir jetzt viele, viele Jahrzehnte nach der Weimarer Republik wehrhafter in unserer demokratischen Struktur, als sie es damals gewesen ist? Kann man sicher sagen, nicht? Also 5%-Hürde, jedenfalls für das nationale Parlament, ist ein Unterschied zur Weimarer Reichsverfassung. Die sehr viel stärkere Rolle des Verfassungsgerichts, also die Möglichkeit von Parteienverboten, ist eine Differenz zur Weimarer Reichsverfassung, dass der Wegfall des Artikel 48, also wenn die keine Regierung zustande bringen, also dann die Möglichkeit gewissermaßen mit dem Reichspräsidenten vorbeizuregieren an der Erfordernis, nicht? Das Grundgesetz, das eine sehr viel höhere Last auf das Parlament verlagert hat, aus sich heraus eine Regierung zu konstituieren. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Veränderungen, die sagen, von dem, was mit Verfassungsrecht möglich ist, in diese Richtung gehen. Das Problem ist aber natürlich, Verfassungsrecht kann nicht alle Probleme lösen, nicht? Das sozusagen kann einen Kreis von erlauchten Juristen der klügsten Sorte zusammensetzen, aber wenn das Volk das nicht will und wenn möglicherweise man, um konkret zu machen, einen Kaczynski hat, der das Verfassungsgericht zerschlägt, dann wirkt das nicht. Das heißt sozusagen, am Schluss bleiben dann doch die politischen Kämpfe. Die Sicherung durch die Verfassung ist eine Frage des Vorfeldes. Jetzt haben wir viel über Demokratie, über Stabilität oder über Schwächen von Demokratie gesprochen. Was ist denn, das ist eigentlich eine Frage für alle, die ich einmal durchgeben möchte, möglichst kurz und präzise, was ist eigentlich für Sie der Garant für den Fortbestand unserer deutschen Demokratie? Soll ich anfangen? Ja, der Mann darf anfangen. Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die wichtig sind. Das eine ist tatsächlich eine demokratische Verfassung. Das zweite sind Demokraten, die sich tatsächlich für diese Demokratie engagieren, weil Professor Münkler sagte es ja gerade, am Ende ist Papier geduldig. Wenn die Bevölkerung, wenn das Volk nicht mehr möchte, dass wir so regiert werden und dass wir so leben, wie wir das derzeit tun, dann ist das alles nichts wert. Und ich halte auch wenn es in letzter Zeit sehr modern geworden ist, darauf zu schimpfen, auch freie, unabhängige Medien für zentral, wenn wir über eine demokratische Gesellschaft
Gesellschaft sprechen, weil auch wenn uns als Abgeordneten, als Politikern nicht immer jeder Artikel gleich gut gefällt, was in der Natur der Sache liegt, halte ich es doch für eine enorme Errungenschaft, dass die Journalistinnen und Journalisten das tun dürfen. Also ich glaube, diese drei Dinge, eine Verfassung, überzeugte Demokraten, die bereit sind, sich zu streiten und trotzdem anständig miteinander umzugehen und eben eine Medienlandschaft, die das begleitet, die das auch aufbereitet und die vielleicht auch wieder mehr in der Lage ist, Filterblasen aufzustechen. Ich glaube, wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir gute Chancen, dass die Demokratie, so wie wir sie kennen und schätzen, auch die nächsten Jahrzehnte überdauert. Jetzt muss ich noch irgendwas sagen, was noch nicht gesagt wurde. Also, ich versuche es mal. Zum einen kam ja eben schon der Hinweis, dass wir können noch so wehrhaft sein, wie wir wollen. Wir sehen im Moment, dass Demokratien sich durch demokratische Strukturen abschaffen lassen könnten. Wenn wir auf Orban zum Beispiel schauen, ist er demokratisch gewählt und innerhalb der Grenzen der Demokratie schwächt er die Demokratie. Das gleiche in Polen, das gleiche in Brasilien. Bolsonaro ist auch demokratisch gewählt worden. Das heißt, darin ist die Institutionen, so stabil sie sind, müssen uns nicht unbedingt schützen, wenn Personen und Demagogen es schaffen, trotz bestehender Institutionen eben so stark zu manipulieren, dass Menschen bereit sind, freiwillig ihre Institutionen zu schwächen. Das sehen wir ja auch in Ungarn, da gibt es einen großen Zuspruch oder in Polen einen großen Zuspruch. Trotz Protest ist der Zuspruch zu denen, die ganz offen sagen, ich schaffe das ab, ja da, auch gegenüber Trump. Er sagt ja ganz offen, dass er, keine Ahnung, die Reichen weniger besteuern und die Armen stärker oder die Gesundheitssysteme abschaffen wird. Das ist ja alles transparent gemacht und trotzdem wählen die Leute. Und das ist vielleicht die große Irritation. Deswegen, ob wirklich die Institutionen das sind, ich hoffe und ich vertraue genauso wie Sie darauf, aber ich zweifle im Moment, wenn ich es beobachte und deswegen sage ich jetzt mal was ganz anderes. Wenn Sie mich fragen, wer der Garant ist, dann würde ich sagen, es sind die Frauen und die jungen Menschen. Weil im Moment sind unsere... Wir haben weltweit ein großes Problem mit den Männern und ich weiß nicht, woher das kommt. Ich liebe auch Männer, aber ich weiß nicht, wenn wir einfach nur die Zahlen ansehen. Ich meine, wir wissen, 70% der Personen, die in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe aktiv waren, waren Frauen. 70% der AfD-Wähler sind Männer. Also irgendetwas stimmt da nicht und das müssen wir versuchen zu verstehen. Deswegen setze ich mal auf die Frauen. Im Augenblick hat das ja auch eine gewisse empirische Validität, was Frau Vorutan gesagt hat. Es wäre allerdings 1932 und 1933, hätte sie daneben gegriffen, denn die historische Wahlforschung zeigt, dass die Einführung des Frauenwahlrechts die Bedingung der Möglichkeit der Mehrheit der NSDAP gewesen ist, so bitter das ist, weil die Frauen mehrheitlich NSDAP gewählt haben und der Anteil unter den Männern abgegebenen Männerstimmen war deutlich geringer. Das hat sich im Verlaufe der späten 60er, frühen 70er Jahre in Deutschland geändert. Die sogenannte Willi-Wahl, also Brandt-Wahl, war also der Punkt, wo erstmals Frauen progressiver gewählt haben als Männer. Vorher war das die ganze Zeit umgekehrt. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, dass sozusagen das Geschlecht auf Dauer ein Garant der Verfassungsstabilität ist. Sondern würde eher sagen, geschlechts- und altersunabhängig, Sie haben ja gefragt, was ist der Hauptgarant? Investitionen in die politische Urteilskraft des Bürgers. Ja, das ist der Schlüssel. Und da hat man in der letzten Zeit vielleicht zu wenig getan. Man muss auch nochmal sich überlegen, wie fördert man das? Politische Urteilskraft, wenn die weg ist, dann ist sowieso alles verloren und dann lässt sich das weder mit Verfassungsgericht noch mit Polizei aufhalten, dass die Dummheit regiert. Es
ist tatsächlich noch was übrig geblieben, was ich ganz relevant finde. Natürlich ist der Garant, und wir hatten den Begriff ja heute Abend schon mehrfach, der Bürgerin oder des Bürgers, des mündigen Bürgers, Citoyen. Und wie wird jemand, ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin, durch Teilhabechancen, durch gleiche Möglichkeiten, gleichberechtigte Teilhabe. Das heißt, die gesellschaftliche Ungleichheit, die wir auch momentan haben, dass die soziale Herkunft einen wesentlichen Einfluss auf den Bildungsweg der Person hat, dass die Tatsache, ob derjenige schwarz oder weiß ist, eine Behinderung hat oder nicht, einen Einfluss haben kann auf seinen Bildungsweg. Wenn es da Besserungen gibt, wenn es da eine tatsächliche, komplette, gleiche Teilhabe geben wird, wird das unserer Demokratie sehr, sehr gut tun. Wir sehen das heute Abend hier auch sehr schön mit der Teilhabemöglichkeit, die uns die Gebärdensprachdolmetscher ermöglichen für die Gehörlosen. Also auch vielen Dank dafür, weil wir viele Worte benutzt haben, die es in der Gebärdensprache wahrscheinlich noch gar nicht gibt oder die sie sich heute Abend dann selber beibringen müssen. Aber das ist heute leider die Ausnahme, dass diese Teilhabemöglichkeit geschaffen wird. Und wenn politische Bildung, politische Veranstaltungen, Möglichkeiten, sich weiterzubilden, für alle Menschen gleichermaßen in unserem Land zugänglich sind, dann wird die Zufriedenheit auch steigen und dann ist unsere Demokratie besser garantiert. Ja, viele Herausforderungen, viele Aufgaben, die wir jetzt angehen können, gemeinsam als Gesellschaft, jeder in seinen Bereichen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dem Podium bedanken, das sich zu diesem Thema konstruktiv ausgetauscht hat. Ich möchte mich ganz doll beim Hygienemuseum bedanken. Es war wieder eine sehr, sehr schöne Kooperation und vielen lieben Dank auch für das Vertrauen, was uns immer wieder entgegengebracht wurde, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nur halb zurechnungsfähig bin. Vielen Dank an Dresden Fernsehen, die die Veranstaltung mit beworben hat und sie auch dann in die Breite über ihre Kanäle trägt. Vielen Dank an die Firma Träger, die finanziell diese Veranstaltung mit unterstützt hat. Vielen Dank natürlich an Sie, dass Sie gekommen sind. Für einen luftleeren Raum ist das immer, wäre es ja schade, das zu machen. Also vielen Dank, dass Sie so ein aufmerksames Publikum gewesen waren und trotz 2 Stunden auch noch alle geblieben sind. Vielen Dank an die anderen Mitglieder von Atticus, die immer an den Themen nachgedacht haben, die auch heute die Garderobe gemacht haben, die zum Beispiel Bücher von der Landeszentrale für politische Bildung abgeholt haben, die Sie kostenfrei mitnehmen können, damit Sie das Thema nochmal vertiefend sich nachschauen können. Also vielen Dank auch dafür. Sie finden auf Ihren Plätzen Feedback-Karten. Da wäre es sehr gut, wenn Sie nicht auf den Plätzen liegen, dann liegen Sie auf jeden Fall draußen. Da wäre es sehr schön, wenn Sie uns kurzes Feedback geben könnten, weil wir natürlich versuchen, ständig die Veranstaltungen zu verbessern. Wenn Sie morgen noch nichts vorhaben, auch wenn Sie morgen doch was vorhaben, morgen ist die Menschenkette, also auch ein aktueller Anlass, die Bombardierung von Dresden. In diesem Zusammenhang haben wir auch diese Debatte sehr zeitnah stattfinden lassen. Atticus hat einen Ordnerpunkt am Neumarkt, kommen Sie uns gern besuchen. Jetzt noch ein, zwei Programmhinweise. Am 3.3. haben wir unser Lesen verbindet Veranstaltung, wo der Landespolizeipräsident von Dresden und die Umweltbürgermeisterin von Dresden ein Buch, ein Märchen vorstellen werden. Und am 1.4. sehen wir uns schon wieder zu Tacheles, zu Schulen in Sachsen, unter anderem mit dem Kultusminister hier wieder im Hygienemuseum. Natürlich vielen lieben Dank auch an die ehrenamtlichen Gebärdedolmetscher, die auch Mitglieder von Atticus sind. Vielen lieben Dank, dass ihr euch die Mühe hier gegeben habt. Und dann bleibt jetzt nur noch übrig, Ihnen einen wunderschönen weiteren Start in die Woche zu wünschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen lieben Dank.